Hallo, liebe Menschen, wir sind wieder da. Es geht weiter mit dem Rocket Cup. Wir sind am vorletzten Spieltag angekommen. Heute Tag 105. Als Taunt ist es auf jeden Fall, you can resign again. Das heißt, man schreibt es eigentlich dem Gegner als, wie heißt es, als Banter, als Disrespect, um zu sagen, Junge, gib auf, ich habe schon gewonnen. Vielleicht sehen wir das heute ja auch im Chat, aber ja, wir schauen jetzt erstmal, wie Namgroth gegen Diego spielen. Hallo ihr beiden. Hallihallo. Servus. Gerade im Vorgespräch hatten wir es schon, Namgroth heute leider überhaupt nicht fit. Beim Schlittenfahren einen kleinen Unfall gehabt eigentlich oder einfach reingefahren. Witzigerweise ist es alles super gelaufen. Ich habe Hui gemacht und bin runtergefahren und bin stehen geblieben und bin aufgestanden und hatte den massivsten Hexenschuss aller Zeiten. Hölle. Ja. Ja, also echt scheiße sowas auf jeden Fall. Du bist jetzt angeschlagen, aber angeschlagene Tiere und Menschen. In die Ecke gedrängt genau, quasi genau. Durch meine eigene Dummheit und deswegen werde ich noch härter kämpfen. Da wird bestraft natürlich, da muss bestraft werden und Diego wird natürlich den vollen Hass abbekommen, der aus deinem Hexenschuss erwächst, so rum. Mein vollstes Wimmern wirst du abkriegen. So ist es. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Diego auch schon am Start. Guten Tag, bei dir alles gut? Ja. Ruder ist eingewählt. Wahrscheinlich nicht, aber dass zu jeder Zeit schlecht ist. Ich also, meine, du warst ja letzten Sonntag zur selben Zeit ungefähr dabei. Ja. Ja, keine Ahnung, vielleicht klappt es ja. Ja, mal gucken. Also letzten Sonntag war quasi Standbild am Start. Bei mir gab es Wartungsarbeiten von Vodafone und seitdem scheint das alles sehr gut zu laufen. Ich bin gespannt, ob sich das bewahrheitet. Die von Vodafone, die lügen auch immer. Ja, das sind alles Lügner. Ich traue dem auch noch nicht ganz, aber der Upload lügt momentan nicht und der ist sehr gut. Also mal schauen, vielleicht haben wir ja Glück. Gut, ihr beiden, letzter Spieltag. Ihr seid momentan eher in der unteren Tabellenhälfte angesiedelt. Wenn man mal so auf die Tabelle schaut, dann haben wir folgenden Stand bei euch. Namgroth auf dem 32. untersten Platz mit 2 Punkten aus einem aufgegebenen Spiel bisher tatsächlich. Kein Sieg aus eigener Kraft, aber immer trotzdem mit guter Laune am Start. Sag's einfach immer. Sag's immer wieder. Einfach damit mein Ego bloß nie die Chance gibt, sich zu erholen. Weißt du, Alex, ich kenne dich auch ein bisschen und ich habe irgendwie... Irgendwann, denke ich, werde ich so einen Punkt überqueren, wo du denkst, Alter, dem zeige ich es jetzt, halt dein Maul. Oh, ich flippe jetzt übel aus. Und dann gibt es so eine kleine Training-Montage und dann rock ich so übel. Ja, genau. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass bei dir nochmal ein bisschen Potenzial abgerufen werden könnte, wenn dich jemand triggert und gut trainiert. Von daher, ich will dich einfach nur ein bisschen kitzeln. Also nimm es mir nicht böse. Ich lieb's, wenn du mich, du weißt doch, ich lieb's, wenn du mich kitzelst. Och, Alex. Das machen wir offstream weiter. Der Diego allerdings auch auf Platz 29 mit 2 Siegen, 5 Niederlagen, vielleicht noch unter seinen Möglichkeiten. Diego, was hast du dir vorgestellt so vor dem Turnier? Hast du gedacht, da geht mehr oder bist du jetzt eigentlich zufrieden, wie es gelaufen ist oder mit den Spielen, wie sie waren? So mit ein paar Spielen bin ich nicht ganz zufrieden, aber ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass ich ganz weit nach oben komme. Also war es eigentlich klar. Ja, okay, also du hast gedacht, das passt schon da in der unteren Tabellenhälfte, aber so ein bisschen weiter nach oben wäre schon noch nice. Heute hast du die Möglichkeit, zumindest an unserem Kumpel Aizo vorbeizuziehen, weil wenn du heute gewinnst, hast du auf jeden Fall die bessere Buchholzwertung und sowieso auch gleich viele Punkte dann. Das heißt, du kannst dir in die Leute, in die Region mit den 10 Punkten vordringen. Da warten dann noch so Leute wie Naturjoghurt, Sogeking, Tama Odama und Aizo eben. Auf dich. Tama Odama hat gegen dich gewonnen, die würdest du also nicht mehr nochmal überholen. Sogeking spielt auch noch. Da kommt natürlich drauf an, was da passiert bei ihm. Aber er hat auch einen guten Buchholzwert. Also wahrscheinlich wirst du so knapp vor Aizo dann noch landen. Das heißt, heute ist alles drin, um wenigstens dem Aizo nochmal schön eins auszuwischen. Mit dem hast du ja auch viel trainiert, oder?
In letzter Zeit jetzt nicht mehr. Aber ich habe also seit letzten Sonntag eigentlich auch gar nicht mehr gespielt. Ja. Also kein Age of Empires mehr. Pharao ist der neue Hype, sage ich euch. Ja. Ja, mal gucken, ob ich das dann heute wieder umstellen kann. In alle Ressourcen sofort ausgeben. Was bei Age of Empires eher sinnvoll ist als bei Pharao. Das stimmt vermutlich, ja. Ja, gut, also bei Pharao hast du mir, glaube ich, auf jeden Fall was voraus, bei Age of Empires. Da würde ich mich noch als im Vorteil wähnen. Aber ja, du hast auch eine gute Entwicklung hingemacht, hast viel gezockt, bist ein bisschen durch den Lag behindert worden bei deinem Aufstieg. Aber du hast dir auf jeden Fall auch in den letzten Monaten doch einiges draufgearbeitet. Ich bin gespannt, wie es heute aussieht gegen Namgroth. Ja, und damit gehen wir doch einfach auch mal tatsächlich in die Map-Bann-Phase rein. Alex, du bist erst genannt und darfst entscheiden, was für eine Map du heute nicht spielen möchtest. Land to Madness. Land Madness fliegt raus. Land Madness, ja. Diego, was bei dir? Akropolis und Teaminseln. Akropolis, Teaminseln weg. Und Alex, noch dein Und dann letzter nehme ich Bann. doch Coast to Mountain. Coast to Mountains auch weg. Okay, dann steigen wir auf Arabien ein. Ihr dürft noch entscheiden, ob ihr zufällig spielt. Alex muss als Erster sagen. Ich spiele zufällig. Okay, Diego, du? Ich bin auch zufällig. Beide mit zufällig. Gut, und dann können wir eigentlich auch schon starten. Achtet noch drauf, es gab ein paar Hotfixes und so, dass ihr eure Mods wieder anhabt, falls ihr welche anhattet davor. Und dann, Die ja, sind an. können wir ja uns gleich nach dem Alles Spiel klar. wieder treffen. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg. Lobby ist auch schon erstellt. Ah. Wunderbar. Gut, dann schiebe ich euch mal runter und laber vor mich hin. Macht's gut, Super. viel Spaß. Jo. So. Dann schauen wir uns das Fest mal an von den beiden. Ja, ich denke tatsächlich, dass in Namgroth noch sehr, sehr viel Potenzial drin steckt. Das ist schon auch ein Zocker und auch ziemlich ein nerdiger Dude. Aber bei Age of Empires fehlen ihm, glaube ich, einfach die Spielstunden noch so ein bisschen. Die hat Diego drauf und auch aktuell ziemlich viel gespielt. Also der ist auf jeden Fall, auch wenn er jetzt eine Woche nicht gezockt hat, in einer guten Position, würde ich sagen, hier nochmal einen Sieg zu holen. Bin sehr gespannt. Ja, also ich glaube, Herti ist gerade momentan nicht hier wegen Kommentieren. Ich weiß nicht, ob Ölbert im Chat ist, um hier die Vorhersage zu starten. Es gibt zu futtern Brot. Ich muss nebenbei noch was essen. Ich habe vergessen zu kochen und war jetzt draußen. Jetzt muss ich mir irgendwie mit einem schönen Brot, muss ich mich über Wasser halten. Aber es ist ein leckeres Brot vom Markt. Ja, also ich bin auf jeden Fall wieder dankbar dafür, dass vegane Mayonnaise hier am Start ist und mir die mit den Statistiken hilft. Ich glaube, Ölbert ist, glaube ich, wenn ich Steam richtig interpretiere, auch noch im Spiel oder sowas. Oder hat gerade noch gespielt? Nee, jetzt nicht mehr. Also Öli, wenn du es hörst und Bock hast, ach, ich mach's einfach selber. Vorhersage starten, Leute. Wer gewinnt das Spiel? Ist es Numgroth oder ist es der Diego? Ihr könnt jetzt Kanalpunkte verlieren. Viel Spaß. Echt schön. Sind auch jetzt wieder. Oh, Diego, Diego, Diego. Numcroft gebe ich mal ein. Auch echt schön, dass so, schon wieder so viele Leute da sind, so am Sonntagnachmittag. Echt cool. Auch ein paar unbekannte Gesichter im Chat. Sehr schön. Es werden 10 Punkte auf Numcroft gewettet bisher. Rege Beteiligung sieht anders aus.
Und das Spiel ist da. Ich switch gleich auf Capture Age und dann mache ich das Bild groß. Und dann wissen wir auch mehr. So, da sind wir auf Arabien. Namgroth in Blau mit den Spaniern. Spanien, sage ich schon, mit den Slawen. Andersrum, Diego mit den Spaniern. Hat hier mit dem ersten Haus so ein bisschen sein eigenes Gold zugebaut. Ist immer ein bisschen schade, aber besser als keins zu bauen. Hat relativ wenig Idle Time. Namgroth schon ein Dorfbewohner hinten dran durch die Idle Time im TC. Jetzt läuft aber das TC auch gut durch. Wunderbar. Schafe werden geschlachtet. Das sieht doch gut aus. Wunderbar, wunderbar. Ja, grundsätzlich Slaven natürlich ein sehr, sehr starkes Volk mit einer super starken Food-Eco und sehr, sehr starke Infanterie oder den Bojaren dann auch mit einer super starken Kavallerie. Also sehr großen Möglichkeiten hier wirklich, ja, ordentlich Druck zu machen gegen Spanier, die im 1 gegen 1 jetzt nicht die beste Sith ever sind, aber doch auch im Late Game guten Trash zum Beispiel haben. Haben viele Technologien, bloß keine frühe Stärke, würde ich jetzt sagen. Außer man geht auf die Kongs, die jetzt mittlerweile vielleicht auch noch ein bisschen besser funktionieren. Ja, das mit den Mods hätte ich mal selber machen sollen, sehe ich gerade. Ich habe hier noch große Bäume. Die könnten auch kleiner sein. Ich habe die Mods wohl selber noch nicht angestellt bei mir. Mache ich mal nach dem Spiel. Diego kommt jetzt schon das Bohr rein. Und seine Idle Time im PC ist sehr, sehr gering. Also das Spiel funktioniert bei ihm gut, läuft durch. Jetzt vielleicht noch einen Dorfbewohner nachproduzieren, wenn es geht. Oder Loom machen. Loom kommt rein. Ohne Idle Time im PC, das ist auf jeden Fall schön gemacht. Auf der anderen Seite wird noch weiter auf Schafen geblieben. Hier werden auch nochmal zwei Schafe wurden da gefunden, werden unter das TC geschickt und dann sollte sich Namgroth aber auch um die Wildschweine kümmern. Hi Dobby, schön, dass du hier bist. Wir schauen uns ein Game vom unteren Turnierbaumende an, vom Schweizer System. Namgroth gegen Diego. Wobei man sagen muss, dass Diego vermutlich ein bisschen zu niedrig platziert ist momentan noch. Man sieht es auch hier schon ein bisschen am Aufbau an der Idle Time. Da kommt bei Diego gerade schon das zweite Wildschwein rein, wo bei Namgroth immer noch auf Schafen geblieben wird. Der jetzt aber dafür mit einer Kaserne. Er ist ja auch bisher für einen sehr defensiven Spielstil bekannt gewesen. Hat selten mal was Offensives gemacht. Sehr, sehr abtastend. Aber mit guten Spielanlagen trotz allem. Diego, tendenziell auch nicht der aggressivste Spieler, auch wenn wir von ihm auch schon, ja, Scout Rush gesehen haben. Wir haben Schützen von ihm gesehen, Fast Castle into Knights, Pre-Mild Rush. Ja, das könnte das sein. Ich bezweifle es aber stark. Mal schauen, was passiert. So ein bisschen episch fände ich es ja schon tatsächlich, wenn Namgroth einfach mal einen raushaut. So, dass er komplett unterschätzt wurde die ganze Zeit und jetzt einfach mal 2 Wochen trainiert hat. Und jetzt einfach wegballert. Würde ich auch sehr, sehr feiern. Ich meine, er wollte sich ja zum Bösewicht des Turniers aufschwingen und eigentlich nur noch Tower Rush spielen. Aber ich glaube, er hat sich immer noch nicht die Build Order dafür angeschaut. Hey Marty, auch am Start. Guten Tag. Also was ich schon mal gut finde bei Namgroth ist, dass er auf jeden Fall mal die Boars holt. Und auch wenn die jetzt nicht unter dem TC liegen, nimmt er hier die Nahrung. Das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich. Vielleicht sollte er nochmal die Mühle hier an Start bringen. Er hat halt jetzt schon auch viel Idle Time im TC, muss man sagen. Ne, also es sind schon 5 Dorfbewohner Unterschied, weil hier einfach nicht nachproduziert wurde. Jetzt merkt das gerade. Und bei Diego
sieht man, dass er auch schon fast komplett gewallt ist hier. Naja, fast komplett nicht, aber die rechte Seite und nach vorne hin ist bald zu. Also, der geht hier kein Risiko ein, ist jetzt bei 21 Pop. Passiert da noch was oder klickt er gleich hoch? Ich weiß es nicht. Er klickt hoch. Okay, 22 Pop, 21 Dorfbewohner, so rum. Namecrop auch am Wallen. Und ja, was könnte das werden? Ich meine, Diego ist Spanier. Der spielt zwar gerade gerne Schützen, aber der weiß auch genug übers Spiel, um zu sagen, ja, ich baue jetzt keine Bogenschützen. Weil die, ja, die guten Spanier haben ja nur Bogenschützen. Und keine Armbrustschützenentwicklung. Von daher würde ich behaupten, dass er jetzt wahrscheinlich eher Richtung Scouts geht oder vielleicht so eine Art Slow Castle spielt. Er nimmt auf jeden Fall hier noch das Deer. Wahrscheinlich mit einer Mühle. Ja, wartet hier wahrscheinlich noch auf die 10 Holz. Da ist 10 Holz da. Jetzt könnte die Mühle kommen. Da ist sie. Hier ist noch ein bisschen idle. Aber an sich ist er auf jeden Fall deutlich schneller in der nächsten Zeit als Namgroth, der hier langsam auch gewallt ist. Und ja, auf jeden Fall ein defensives Gebäude hat. Jetzt auch die Mühle baut. Die könnte hier noch ein bisschen mehr mit den Berries kuscheln. Und hier gibt es einen ersten Fight. Wo gab es hier gerade einen Fight? Ach, hier gegen den Löwen. Oh, ich sehe gerade, bei Namgroth ist schon mal jemand gestorben. Sonst wäre die Frau hier auch nicht so full life. Also da gab es schon einen Geier-Rip auf jeden Fall. Namgroth nach dem Motto, warum will's, wenn man Palisaden haben kann, richtig. Fredda wird es ein, ja, schönes Wort im Ohr sein, auf jeden Fall. Und auch dein Bruder Marek wird da sicherlich einiges zu sagen zu haben. Wobei, der ist ja auch schon eher, sind beide schon eher Fans von so richtigen Mauern mit Stein und so, ne? Und diese Palisaden, das ist ja alles Schnullibulli. Gut, also, Namgroth jetzt auf den Berries, keine Felder und jetzt auch gleich mit der Nahrung, jetzt um hochzuklicken, das sollte er jetzt auch schleunigst tun, denn auf der anderen Seite ist schon der Stall oben, es kommen berittene Spähe raus, ein zweiter Stall kommt auch sogar vor der Schmiede. Soll das hier ein Scout All-In werden, ist eine Frage, die ich mir stelle. Dafür fehlt so ein bisschen die Food-Eco. Ja, ich meine, hier sind zwar viele auf dem Reh und ein paar auf den Berries, klar. Aber da muss jetzt schon auch mehr noch auf Holz geschickt werden und damit da mehr Felder gemacht werden können. Aber es kommen hier berittene Speer und gar nicht mal wenige. Also das könnte sehr schmerzhaft werden, weil Namgroth versucht hier zwar zuzumachen, aber er wird hier nicht zu sein, wenn Diego gleich reinreitet und das tut er. Namgroth geht jetzt auf Gold und Diego auch mit dem Defensiv-Upgrade. Bloodlines könnte noch drauf, aber er sieht jetzt hier den wallenden Villager eigentlich. Könnte hier die Wall noch unterbrechen. Sogar das offensive Upgrade für die Pferde kommt rein. Ja, und jetzt ist er an der Mühle. Und ich glaube, der macht hier keine halben Sachen, der Diego. Der will Damage machen. Und Namgroth schickt hier nach Hause. Kommt ein Kill rein. Bisher noch nicht. Erster Kill. Aber natürlich jetzt die Eco super idle, ne? Also wir sehen hier nur noch eine arbeitende Dame. Der Rest hat hier irgendwie Mauern gebaut oder baut noch Mauern. Da muss Diego jetzt schauen eigentlich, dass er das noch verhindert. Ah, da oben ist sogar noch offen. Das ist ja auch fies. Okay, also offene Hütte für Diego. Daheim steht jetzt ein Speerkämpfer und Diego versteckt sich hier hinter dem Wald. Und Namgroth ist komplett defensiv daheim eingesperrt. Muss schauen, dass er hier
Diego tanzt hier sogar mit seinem Scout, kriegt keinen Schaden. Unterm TC stark. Und jetzt kommen hier aber die Speerträger. Und da muss Diego jetzt natürlich schauen, wie er das kämpft oder ob er es kämpft. Ich glaube, es ist die weise Entscheidung von ihm, jetzt den Kampf hier nicht einzugehen. Nemgroth versucht wieder das Dorfzentrum zu verlassen, aber die Idle Time in der Eco ist natürlich riesig hoch, wobei die Idle Time im TC bei beiden gerade nach oben schnellt. Also Diego auch gerade nicht mit super viel Produktion im Dorfzentrum. Aus den Stellen kommt auch nichts weiteres. Und er hat jetzt hier auch eine Armee gegen sich, mit der er jetzt irgendwie gerade sich nicht unbedingt anlegen möchte. Auch wenn er die Upgrades hat, muss das ja nicht sein. Ich meine, er hat volle Upgrades auf den Pferden momentan. Könnte die jetzt aber umgehen und einfach wieder in die Eco reingehen. Und das macht er. Er spielt seine Mobilität aus, weiß jetzt, wo die Speerträger sind, reitet außen rum und Nemgroth riecht den Braten natürlich. Will hinterher, aber es sind halt nur Speerträger, die sind nicht ganz so schnell. Diego versteckt sich in der Oase? Nee. Irgendwie, das Spiel ist unterbrochen momentan. Diego hat sein Spiel unterbrochen. Jetzt geht's weiter. Ja, es geht weiter. Diego mittlerweile mit, eigentlich in Anführungszeichen nur 8 Dorfbewohnern vorne. Seine Idle Time im TC am Anfang war deutlich stärker, als sie jetzt ist. Also war weniger Idle Time eben. Nemgroth jetzt auf der Suche nach den Pferden und die können jetzt hier in die Woodline rein und nochmal richtig Damage machen. Aber kriegen sie einen Kill? Der Fokus ist noch nicht so ganz da. Also es ist auf jeden Fall nervig für Nemgroth, hier immer wieder Damage zu bekommen, klar. Aber so viel stirbt auch andererseits nicht. Die Idle Time ist natürlich schon krass. Also, ja. Diego macht hier auf jeden Fall Schaden, dadurch, dass er die Eco idelt. Und kriegt jetzt vielleicht auch doch nochmal einen Kill. Ja, geht wieder weg. Ja. Der Dorfbewohner darf leben. 4 Lebenspunkte hat er noch. Aber wenn das noch ein paar Mal hier alles passiert, dann hat Nemgroth ein Problem. Und der geht jetzt all in mit seinen Dorfbewohnern. Einfach rein. Also Diego gefällt mir gut, wie er hier auf seine Pferde aufpasst. Nimmt ja eigentlich keinen Fight gegen irgendwelche Speerträger. Schaut immer, dass er da einfach weg ist und stresst weiter und weiter und weiter. Andererseits, die Idle TC Time von Nemgroth ist mittlerweile ähnlich wie die von Diego. Der macht jetzt Schubkarre und schaut vielleicht, dass er demnächst mal in die nächste Zeit sogar kommt. Also klar, die Eco von Nemgroth auf jeden Fall deutlich schwächer und der braucht jetzt auf jeden Fall demnächst mal Felder, weil er hat nur noch einen Dorfbewohner auf den Berries und jetzt ist seine Nahrung leer. Das heißt, es wird langsam schwierig für ihn, die Produktion zu gewährleisten oder unmöglich. Das heißt, er muss jetzt unbedingt mehr auf Felder schicken. Ja, wir schauen mal die Maps an. Also grundsätzlich Diego hier mit einem sehr verwundbaren Gold gegen Archer oder ähnlichen. Und hier 2 Goldspots, die auch nicht gerade schick sind. Auf der anderen Seite Nemgroth aber auch nicht mit einer super geilen Base, wobei dieses Backgold an sich schon sehr cool ist. Aber ja, Nemgroth hier mit seiner defensiven Strategie
Ja, also als Tipp, du Alex, wenn du das schaust, du kannst deine Einheiten auf defensive Haltung stellen, dann laufen die nicht ewig weit weg von dem Punkt, wo du sie ursprünglich hingeschickt hast. Bedeutet, du könntest hier so 3, 4 in der Woodline stehen lassen, du könntest 2, 3 am Gold stehen lassen, du könntest auf den Feldern 2, 3 stehen lassen und dann musst du da nicht immer reagieren, sondern machst einfach automatisch Schaden, falls die Scouts sich blöd hinstellen. Das ist auf jeden Fall geschickter, als hier immer auf einen Scout zu klicken und dann wird hinterher gerannt. Alex hier mit dem Trap-Versuch. Das könnte klappen, wenn er ein bisschen schneller ist, aber es reicht nicht ganz. Und Diego jetzt wieder mit seiner Mobilität voll in der Woodline drin. Kriegt nochmal einen Kill. Also es sind mittlerweile wirklich sehr, sehr viele Kills gefallen hier. Das ist wirklich ordentlich. Ja. Und ich glaube, Namgroth sieht mittlerweile auch gar keinen Weg mehr, überhaupt in die nächste Zeit zu kommen. Und ja, da kommt das GG. Spiel ist vorbei. Diego macht hier das 1-0 auf Arabien mit einer sehr überzeugenden Performance gegen Namgroth. GG. GG. Ja. Namgroth fast gewollt gewesen, als die Scouts reinkamen, aber auch nur fast. Genau. Und ja. Da war natürlich dann ordentlich Damage am Start, beziehungsweise gar nicht mal unbedingt Villager, die tot waren, sondern einfach nur, man konnte nicht mehr so gut arbeiten, ne? Ich konnte nichts mehr machen. Ja, und dann hat das Spiel auch irgendwie super weird gelaggt kurz, weil deine Reiter kamen dann von unten, ich hatte die aber oben gesehen. Und dann ist, hat das Spiel beschleunigt quasi, weil es aufgeholt hat wieder. Okay. Vom Lag und dann sind die Reiter von unten gekommen und dann war es halt so, okay, da komme ich überhaupt nicht ran. Ich habe versucht, dich noch unten da ein bisschen zuzuwallen, um dich da rein zu bringen quasi, falls du dich da wieder unten versteckst, hat aber auch nicht geklappt. Mhm. Ja, das war ein guter Move, habe ich gerade auch gesagt. Also wenn du den da unten trappen kannst, dann kannst du vielleicht mal einen guten Fight mit deinen Speerkämpfern nehmen. Genau. Aber genau. Diego hat echt gut aufgepasst auf seine Pferdchen hier. Also mega, du hast sie die ganze Zeit gemicromanaged, was ging denn ab? Ich habe sie vor allem da aus seinem Dorf rausgeschickt, weil ich gemerkt habe, jetzt kommt der Lag und wenn die dann da drin stehen, dann sind sie wahrscheinlich alle weg. Ja. Okay, also du hattest auch dann den Lag quasi. Ich? Ja. Ja. Ja, natürlich. Also. okay. Das gehört ja zum guten Ton. Diego. Ja. Ja, Diego, ohne Lag ist quasi nicht möglich, ne? Hier wird gerade schon dem Sieg von Namgroth nachgeweint, der nicht passiert ist, weil. Es wurden hier 10 Kanalpunkte auf Namgroth von Tama gesetzt. Oh, das ist ja süß von dir. Dankeschön. Das ist ja lieb. Guck mal, ich picke jetzt einfach als nächstes Arena, dann kann der so eine Scheiße nicht mal mit mir machen. Perfekt. Also du spielst immer. Arena? Ja. Alles klar, dann spielen wir Arena. Und willst du auch ein Volk wählen oder zufällig? Nö, wieder zufällig. Okay, Tobi, du? Ich spiele auch wieder zufällig, auch wenn es jetzt gerade mich kurz rausgebracht hat. Inwiefern? Ich habe noch überlegt, auf imperiale Bogenschützen gehe. Ja. Weil ich denke mir, also wenn die statt den Scouts am Anfang drin wären, dann wären halt viel mehr Villager gestorben. Ich habe es mir auch überlegt, ob du es tust tatsächlich, ob du wirklich die Bogenschützen machst, aber also es wäre auf jeden Fall überraschend gewesen, sage ich mal. Aber ich habe dann auch gesagt, du weißt genug übers Spiel, um dann, also vielleicht wegen dem Meme mit den imperialen Bogenschützen, das wir intern haben, weil Aizu die gespielt hat, wäre es ganz cool gewesen. Ja. Aber ansonsten macht es natürlich nicht so ewig viel Sinn, jetzt da Bogenschützen zu bauen. Klar. Nee, aber ich hatte tatsächlich aber auch ein bisschen Angst, wenn ich mit Scouts komme, dass dann wie im Spiel von Namgroth gegen Aizu wird, dass dann halt da hunderte Speerträger rumstehen und man dann halt mit als Spanier auch nicht so viel machen kann. Ja, soweit hätte ich halt mal denken müssen, ja. Ja, die Speerträger waren da, auf jeden Fall. Alex, was mir noch gerade aufgefallen ist, was ich auch dem Diego irgendwann mal während des Turniers gesagt habe, du musst, glaube ich, echt schauen, dass du deine Walls kleiner machst. Dann ist die auch zu, bevor der andere kommt. Also jetzt auf Arena natürlich nicht so wichtig. Ja.
Aber dass du quasi Ja, eher ja. Richtung Dorfzentrum wallst, dass der andere durchs Dorfzentrum durch Okay. muss oder sowas in der Richtung. Dass du Ah, quasi enger okay. deine Base machst. Das hat Alles natürlich auch klar, ja. Nachteile, aber du kannst auch schneller nachreparieren, falls da jemand anklopft und so. Das Weil, macht Sinn. genau, so als Tipp für die Ja, ich habe Zukunft. witzigerweise mein letztes Spiel da gehabt, präsent gehabt, wo dann hinten so ein kleines bisschen offen war. Das habe ich dann oben gesehen und dachte, ich ziehe es weitläufig und mache es Ja. dann einfach zu. Aber es war ein bisschen zu viel, Du das warst stimmt schon. tatsächlich auch trotzdem offen noch oben, auch nach dem Wallen. Da hast du einen Teil irgendwie Ohne am Berg Witz jetzt? vergessen. Ja, da war immer noch ein Teil offen. Das ist echt tricky. Also wie gesagt, kleine Walls sind manchmal Alles klar. gute Freunde. Gerade wenn der Gegner Scouts spielt, müsstest du theoretisch Ja. eigentlich auch nur eine Palisade rechts und links von deinen Goldarbeitern setzen, dann dein Wood einwallen sozusagen. Da brauchst du gar nicht die ganze Map wallen in der Theorie. Bei Archern ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte. Ja. Ja. Genau. Okay, gut. Also wir spielen Arena zufällig. Ihr beiden seid bereit. Internet hält auch durch. Ich hab Bock. Viel Spaß euch beiden. Dankeschön. Danke. So, dann schiebe ich euch mal runter und wir sehen uns nach dem Spiel. Ciao, ciao. Okay. Nymgroth bisher, glaube ich, fast immer, vielleicht sogar immer Arena als Karte gewählt, wenn er konnte. Ach, nee, einmal war versteckt dabei. Und Diego mit einer sehr hohen Winrate bisher auf Arena. Zwei von drei Spielen gewonnen. Der ist auf jeden Fall auch am Start, was Arena-Spiele angeht. Hatte auch gegen seinen Bruder Felix gewonnen, den man eigentlich als stärkeren Spieler einschätzen müsste. Also der Diego kann auf jeden Fall auch gut mit der Arena umgehen. Bin gespannt, was die beiden jetzt treiben auf Arena, ob es da irgendwelche aggressiven Strategien gibt oder ob da eher ein längeres Spiel gespielt wird. Ja, also der Chat freut sich schon, vegane Mayonnaise mit den Clown, mit den Clown-Emotes von Jon Snow. Ja, und ich frage euch natürlich auch, Leute, wer gewinnt das Ding denn? Ist es Nemgroth oder ist es Diego? Jetzt Kanalpunkte ausgeben und reich werden, Millionär werden. Tama, was würdest du denn was würdest du denn dem raten? Hast du Bock auch zu casten, wenn du schon hier bist? Da hätte ich natürlich auch Lust drauf, Tama. Wenn du Bock hast, komm doch rein. So, Spiel ist auch da, wunderbar. Dann sehen wir von Nemgroth Ungarn gegen die Chinesen von Diego. Da bin ich natürlich so ein bisschen gespannt auf den Start von Diego, ob der das gut hinkriegt mit den Chinesen. Es geht auf jeden Fall los. Wir spulen ein bisschen vor und ich mache Capture Age an. Wunderbar. Ungarn. Von Namgroth auf Arena. Mit denen kann man ja eigentlich auch mit der Mobilität ganz gut was anfangen. Ist vielleicht nicht das geilste Late-Game-Volk, wobei die schon auch starke Einheiten grundsätzlich haben. Auch mit den Elite-ungarischen Husaren ohne Gold. Auch fürs lange Spiel gut gerüstet, gut gewappnet. Und auch mit den berittenen Bogenschützen kann man durchaus was anfangen. Als Chinese. Ja, sollte man aber eigentlich einen Vorteil haben mit der starken Eco in der frühen Phase des Spiels. Man sieht es auch schon, Diego hat jetzt einfach schon zwei Dorfbewohner mehr momentan. Einfach weil er den Anfang ganz gut gemanagt hat, eventuell. Ja, hat gar kein Haus gebaut, Kein Haus. einfach direkt auf die Schafe gegangen. Hi, Tama! Hallo, aber ich habe jetzt kein Windows gestartet. Ne? Ich gucke das jetzt halt über den Stream an, aber das ist Alles dann nicht klar. schlimm. Ich habe eh nicht so viel qualitativ hochwertige Inputs. Aber auf deine Frage, was ich Alex raten würde, er muss halt mehr spielen.
bist heute sehr, sehr schlecht verständlich, Tama. Ich weiß nicht, warum. Hauptding. Wenn man nicht mehr spielt, dann kann man Sachen schneller machen. Das ist richtig. Also er spielt einfach ein bisschen zu wenig, oder? Ne? Sagst du was, ich höre schon wieder nichts mehr. Also ich höre dich schon, aber du bist sehr schwer verständlich und jetzt bist du einfach rausgegangen. Ich schätze mal, dass dein Discord wieder rumgesponnen hat. Ja, das Discord. Ich weiß nicht, was ich den Discord aussichert. Sagst du was? Ja, ich habe schon gesagt, dass du auch relativ schlecht verständlich bist. Ist irgendwas anders als sonst? Ja, ich habe jetzt mit... Ja, ja, Moment. Okay, okay. Okay, Diego mit dem Baller. Sag mal, hat er keine Häuser gebaut? Braucht er noch nicht, ne? Aber... Langsam muss er mal ein Haus bauen, der Diego. Sonst ist er gleich Popcap. Hallo. Ah, viel besser. Dankeschön. Viel besser? Es ist ein Riesenunterschied. Okay. Kannst dir gerne mal im Stream anschauen, was das für ein Unterschied ist. Also man hatte ich kaum verstanden. Mit den AirPods hatte ich mich jetzt verbunden, aber normalerweise den Telefon. Also man hatte ich quasi gar nicht verstanden gerade tatsächlich. Was? Okay, diese Technik. Ja, Tama, alles gut bei dir? Ja, alles super. Alles sehr gut. Drückst du gerade Nemcroft ein bisschen die Daumen, dass er hier dort doch nochmal einen Überraschungssieg fährt? Oder würdest du sagen, ja, der muss halt mehr zocken, der ist selber schuld? Ja, ich würde mich auf jeden Fall voll freuen, weil ich glaube, es ist halt einfach, ich kenne es ja selber, ich habe ja auch schon Ultra Ast verloren, auch im Turnier. Und dann ist es halt immer so ein bisschen so demotivierend. Vor allem, wenn es halt davor eigentlich schon klar ist, dass man wahrscheinlich verliert. Und wenn man dann doch mal gewinnt, dann ist es schon halt einfach motivierend und fühlt sich ganz gut an. Und deswegen würde ich es dem Alex auf jeden Fall gönnen, auch so als Motivationspush. Aber wahrscheinlich, also wird es eher schwierig werden. Hat nicht Diego auch gegen seinen Bruder auf Arena gewonnen? Genau, der hat gegen Felix da gewonnen. Der ist ein guter Arena-Spieler auf jeden Fall, ja. Ja, eben. Deswegen glaube ich, kann man dem da nichts vormachen und... Da ist es halt leider so. Also ich glaube aber, dass Alex durch die Teamphase krass profitieren wird, weil wenn er sich dann, er hat dann die, ja, das große Glück, zuerst wählen zu dürfen. Genau. Und ich denke, wenn er dann halt ein bisschen gepusht ist, regelmäßig mit jemandem zusammenspielt, dann wird da auch noch eine krasse Entwicklung kommen. Also. Ja, also wenn er spielt, bin ich mir sehr sicher, dass in dem ganz schön viel steckt, weil auch seine Idle-Time ist jetzt nicht so schlecht und so weiter und seine Reaktionen sind die richtigen. Er ist nur immer so ein bisschen zu langsam mit den Sachen. Das ist auch das, was ich Fredda immer sage. Also für das Niveau, das wir im Turnier hier haben, ist einfach... Ja, da fehlen einfach immer so eine halbe Minute, eine ganze Minute. Ich meine gerade eben auch beim Wallen, ja, eine halbe Minute früher gewallt sein und der hat jetzt erstmal nicht so das Riesenproblem mit den Scouts. Ja. Also es ist halt viel so Timing-Zeug und da muss man halt einfach viel spielen, um das besser reinzukriegen, weniger Idle-Time zu haben. Aber das Spiel hier gefällt mir ganz gut von ihm. Jetzt kommt tatsächlich ein bisschen Idle-Time rein, dann müsste er jetzt einfach mal nachproduzieren wieder. Ich hoffe, er denkt dran, aber Diego mit mehr Idle-Time im TC momentan als Nemcroft. Gut, er ist auch Chinese, da hat man am Anfang immer ein bisschen mehr Idle-Time, das ist klar. Aber Nemcroft jetzt auch auf, ja, wobei muss sagen, es sind immer noch 2,5 Villager-Unterschied, wobei jetzt Loom drauf ist. Bei Nemcroft auf Arena auch nicht wirklich notwendig, aber ich denke, bei Diego wird das auch passieren. Nee, er hat keinen Loom gemacht. Ja gut, braucht man ja nicht unbedingt und er braucht nicht so viel auf Gold. Könnte ein ganz guter Build werden von ihm. Eigentlich braucht er jetzt nur noch 2 auf Gold, damit 25 Pop hoch. Dann kann er eigentlich ein sehr, sehr schönes Fast Castle spielen, der Diego. Auf der anderen Seite kommt der Bohr rein, da ist diesmal kein Geier-Rip am Start. Diesmal ist auch kein Löwe auf der Map, der hier irgendwas macht. Und eine sehr, sehr schöne Mühle von Alex hier. Also Alex für das Auge wirklich immer schöne Bases, muss man sagen. Ja, total. Man muss da aber ein bisschen sagen, manchmal ist halt dann doch die Effizienz, also jetzt die Häuser an die Mauer zu bauen, ist schon effizient, aber ist jetzt halt vielleicht nicht ganz so praktisch, wenn man eher schnell nach vorne will. Wenn der Dorfbewohner dann so lange an die Mauer läuft, um da erst die ersten Häuser zu bauen, da ist es dann halt
kann man vielleicht dann die späteren Häuser benutzen, um den Ball zu verstärken. Wobei ja. ich eigentlich dachte, dass Alex mal die Philosophie hatte, dass er eben genau das nicht will. Er will nicht die Häuser an die Außenstadtmauer bauen, damit da die Dorfbewohner sich nicht so... Ne? Also, dass er das denen eher hinten schön einrichtet. Dass er sich jetzt doch dazu entschieden hat, dass die Häuser als Wallverstärkung genutzt werden, finde ich interessant, architektonisch. Ja, finde ich auch interessant, dass er dann einen kleinen Switch gemacht hat in seiner Philosophie des Bauens. Bei Diego hat vegane Mayonnaise gemeint, ja, wenn er jetzt wirklich mit 25 Pop hochgeht in die nächste Zeit, braucht er sein Tier. Da mache ich mir bei Diego gar keine Sorgen. Der nimmt nämlich eigentlich fast immer sein Tier. Meistens mit einer Mühle. Und das passiert auch hier. Also er pusht jetzt nicht unbedingt das Tier, aber benutzt da die Mühle für. Und ja, der ist jetzt dann doch mit 27 Pop hoch. Nemgroth aber auch nur eine Dreiviertelminute hinten dran. Auch in der nächsten Zeit, allerdings mit weniger Dorfbewohnern, vier weniger Dorfbewohner, und da kommt nochmal eine Dreiviertelminute hin dazu. Also ich denke, dass da fünf Dorfbewohner auf jeden Fall von Diego mehr auf dem Feld sind momentan dann, wenn bei beiden die Feudalzeit durch ist. Ja, und mal schauen, wie schnell das Fast Castle von Diego dann wirklich wird. Er ist jetzt auf jeden Fall mal in der Feudalzeit angekommen. Jetzt müssten seine beiden Gebäude an den Start gehen. Schauen wir mal, was da passiert. Na, momentan noch nichts. Okay. Dann lassen wir uns hier überraschen. Da vorne wird geplant ein Stall. Und auf der anderen Seite kommt jetzt bei Nemgroth auch die nächste Zeit rein. Der baut hier schon fleißig Häuser weiter an die Stadtmauer. Ja, man kann vielleicht vom Dachgiebel ganz, ganz, also wenn man so eine Dachgeschosswohnung hat, kann man vielleicht ganz knapp über die Stadtmauer drüber luken. Lugen. Luken. Ja, whatever. Kommen von ihm gleich die Gebäude der nächsten Zeit? Momentan noch nicht, aber er hat super viel Holz oben. Also ihm wird das Holz nicht ausgehen, aber das ist ja auch ein kleines Meme schon fast bei Nemgroth, dass der immer ein bisschen viel Holz hat. Er gleich mit dem Schubkarren-Upgrade. Bei Diego dafür weiter Idle Time im TC. Der macht jetzt noch das Upgrade für Holz und Nahrung, während er hier das nächste Gebäude baut. Das letzte Gebäude für die Zeit, hat aber auch so genug Rohstoffe, um hochzuklicken. Also der kann jetzt gleich in die nächste Zeit klicken, wenn die Schmiede da ist. Jetzt kommt er nicht oben an die Baustelle in der Ecke, oder? Fragt Marty. Ich sag doch, weil man kann über Ecke bauen. Und da ist das Haus sogar schon oben. Ah, Diego macht hier sogar die Seite zu. Gefällt mir gut, dass er da hinten nochmal ein bisschen Platz hat und auch hier Stein und vielleicht nochmal eine Woodline sichert auf der rechten Seite seiner Base. Gefällt mir sehr gut. Das Palisadentor. Eine gute Idee. Ja, Diego auf dem Weg in die nächste Zeit. Er hat einen Stall gebaut und eine Schmiede auch, aber er ist hier vor allem super stark auf Stein und ich könnte mir vorstellen, dass er hier wieder aggressiv eine Castle setzen möchte. Sehr, sehr viele Felder werden gerade von Nemgroth gebaut. Der will auf jeden Fall auch in die nächste Zeit demnächst irgendwann kommen. Weiß, er braucht Nahrung. Haut viel von seinem Holz raus für die Felder. Das ist auf jeden Fall gut. Wenn das noch ein bisschen früher passiert, dann hat er auch früher die Nahrung da. Also das Holz auf der hohen Kante bringt ihm natürlich nichts. Wenn das gleich schon in Felder investiert wird, dann hat er auch früher die nächste Zeit. Ja, Tama, Ungarn gegen Chinesen. Was würdest du lieber davon spielen? Ich glaube, ich würde lieber die Ungarn spielen, weil ich mir einbilde, zu wissen, dass man mit denen irgendwas Berittenes besser machen kann. Das ist richtig. Ja. Und weil man mit den Chinesen diesen Start hat. Obwohl man weiß, dass man was anders machen muss, macht man, also ich jedes Mal doch was, also nicht das, was ich machen soll. Deswegen, und ansonsten weiß ich nicht, was man mit denen. Ich weiß, dass Marek mich mit Chinesen, glaube ich, ganz schon ordentlich platt gemacht hat. Ja, Chinesen. Bei diesem Spiel, kann das sein? Haben Rattanschützen?
Nee, die Rattenschüsse sind die Vietnamesen. Ach, die Chukunus sind die. Ach ja, genau. Die so mehrere Pfeile schießen können. Ja, ja. Aus ihrer Armbrust. Ja. Also, was würdest du denn lieber spielen? Also auf Arena würde ich auf jeden Fall Chinesen lieber spielen. Einfach viel, sind viel variabler. Haben den cooleren Siege, glaube ich, auch. Und ja, den besseren Boom. Und weißt du eigentlich, was Alex Angriffseinheit ist? Bei mir ist er eher so Ritter auf jeden Fall. Irgendwas Berittenes. Hat sich da bei Alex für dich schon herauskristallisiert, War halt viel momentan immer reaktiv, also in den meisten Spielen reaktiv unterwegs. Ne? Der hat halt eigentlich fast immer Pikiniere gebaut, weil irgendwelche Pferde vor seiner Tür standen. Ja. Und deswegen ist es noch gar nicht so klar, worauf er eigentlich am liebsten setzt. Aber er hat, glaube ich, in dem einen Spiel gegen Fredda auch Ritter gebaut. Gegen sie. Und dann hatte Fredda aber auch Ritter. Und auch hier zeichnet sich's ab mit zwei Stellen, dass er Bock hat, auf jeden Fall auf berittene Einheiten zu gehen. Hat jetzt auch die Ritterzeit entwickelt. Das sieht ganz gut aus. Ich sehe aber gerade, Diego hat jetzt genug Stein, um die Castle zu bauen. Und natürlich Diego-Style. Er baut das Kloster. Der will natürlich die Reliquien. Ja, wollte ich gerade schon fragen. Ne? Das ist doch Diego, der mit den Reliquien. Ja. Also Diego mit einem weiteren TC und gleich mit der nächsten, mit der Burg in der Theorie, könnte auch nochmal ein TC droppen. Und baut jetzt halt auch einen Mönch und geht jetzt vorwärts mit seinen Einheiten. Und wo würdest du denn jetzt die Burg hinsetzen vor Alex Base, wenn du da mal auf der Minimap vielleicht schaust oder jetzt auf den Ausschnitt, den ich dir zeige? Also ja, auf das Gold. Warte, ich muss kurz 7 Sekunden warten oder ich weiß nicht wie lange, bis ich hier am Stream denselben Ausschnitt habe. Ja, genau da, wo du ihn zeigst. Also nicht da nach hinten, sondern rechts. Zwischen den vielen Ressourcen. Okay. Also von direkt vor das Tor. Ne? Ah, okay. Also direkt vor das Tor sogar. Oder? Also richtig, dass dass der auf jeden Fall unter Druck gerät. Genau. Oder? Oh. Er wird gespottet, der Diego, und verliert einen Villager, weil er noch kein Loom drauf hat. Ja, das ist halt die Sache, ne? Wenn man dann denkt, nee, ich entwickle nicht Loom, mache ich später vielleicht. Und dann vergisst man es doch. Weil natürlich braucht man Loom auf Arabien. Auf Arena. Ich wechsle das immer. Weil das natürlich schon sinnvoller ist, wenn die Dorfbewohner mehr Leben haben. Ja, also irgendwann in der Ritterzeit kann man das schon mal auf jeden Fall reinpacken, sehe ich auch so. Ja. Weil du hast halt dann die Ritterzeit erreicht. Ja, aber schönes Ding von Nemgroth, der hier aggressiv mit Scouts geht. Der hat 3 Scouts und das wird nichts mit der offensiven Castle. Das könnte jetzt richtig wehtun, wenn Diego denkt, er kann hier weiter die Castle hochziehen. Er hat jetzt aber einen Ritter dabei, Loom ist aber immer noch nicht drauf. Und das tut weh. Er hat die Castle nochmal abgebrochen. Er kann das hier momentan nicht kämpfen, aber jetzt mit den Rittern dann gleich schon. Aber es kommen auch Ritter von Nemgroth nach. Also Nemgroth hier mit dem Map-Control. Sehr gut. Also Diego muss hier den Rückzieher machen und seine Castle daheim setzen. Macht er jetzt auch. Und ja, wenn man sich die Villager anschaut, ist Nemgroth natürlich 15 Villager hinten, aber schaut man sich die Armee an, hat er hier 12-2 und greift hier gerade die Schießanlage an. Und mit so Rittern kann man auch mal problemlos zum Beispiel dieses Palisadentor zerstören und mit Glück auch hier dieses TC hinten finden. Also da kommen auch ordentlich Ritter nach, schau dir das mal an. Das sind richtig viele, Upgrades kommen auch drauf. Ritter All-In. Ja, nicht schlecht. Und ich glaube auch, das wird Diego ist jetzt ärgerlich. Jetzt hat er wahrscheinlich so einen Plan, hier eine Castle hin und jetzt muss er irgendwie umplanen und sich überlegen, okay, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt eher auf Verteidigung oder ziehe ich meinen Plan durch? Oder, ja. Ich glaube, das ist schon uncool, wenn man da so einen Plan durchkreuzt wird, wo man dachte, dass er auf jeden Fall funktioniert. Ja, und er hat natürlich auch das Problem, die Mönche können jetzt nicht mehr ungestört die Reliquien sammeln. Er hat jetzt zwar schon 2 Stück, aber ja, die 3, die jetzt noch übrig sind. Also da liegen 2 davon sehr, sehr krass an Nemgroth Space dran. Da muss er schon Eier zeigen, sag ich mal, damit, wenn er da sich den
die nächste Reliquie holen möchte. Er baut jetzt nochmal eine Castle in seine Mauer quasi rein. Hier vor sein TC mit dem Stein und schützt damit auch noch ein bisschen das Gold. Also gefällt mir eigentlich ganz gut, die Castle. Ja. Ja. Ja, Problem gerade ist natürlich, dass Alex jetzt weggeritten ist, ne? Von dem Palisadentor. Genau, genau. Das wäre schon geil. Also er wäre da schon, hätte da gut Damage machen können, wenn er da einfach reingegangen wäre. Weil momentan ist ein Großteil oder ordentlich Eco von Diego hier an dieser rechten Flanke von seiner Base. Und solange da die Burg noch nicht gestanden wäre, wäre das schwierig geworden für Diego, das zu verteidigen. Und da hätte auch eventuell tatsächlich das TC fallen können. Auf Dauer, jetzt mit der Castle wird es schwierig. Numcroft geht wieder raus. Ah, da würde ich ihm echt empfehlen, nochmal zu schauen, dass er hier einfach nochmal in der Base sich umschaut. Bisschen scoutet. Ja, aber jetzt die Häuser abreißen ist auch nicht super schlecht. Vielleicht ist der Gegner ja mal haust, deswegen ist er auch okay. Da die Butlein, das ist ja schon auch schön. Also das größte Problem sehe ich momentan tatsächlich noch bei Namgroth, dass er halt keine Belagerungsinstrumente hat. Also er hat jetzt gute Defensiv-Upgrades auf seinen Rittern, also plus 2 gleich drauf. Das ist sehr, sehr stark, aber er kann halt eigentlich trotzdem nicht wirklich in die Base rein. Da stehen die Burgen, die decken vieles ab, also er müsste hier schon einen guten Spot erwischen und daheim sind halt auch Mönche und Pikeniere von Diego und das ist natürlich eine Sache, die kontert diese Rittergeschichte super stark. So, auf der anderen Seite entdeckt Namgroth jetzt auch die Burg, als er hier nochmal durchs Tor will. Ja, er frisst schon Schaden, aber ist jetzt auch nicht so, als wäre das hier der krasseste Schaden ever, den er da bekommt. Diego schwimmt in Ressourcen. Ja, will er Imp? Ja, der schwimmt vor allem in Holz. Und der hat schon Imp. Ah, okay, du bist noch hinten dran. Der Stream ist hinten dran, besser gesagt. Ja, der hat Imp geklickt. Gute Beobachtung, Mari. Der Stonewallt jetzt auch die Seite. Und damit ist er auch wieder zu. Das tut dem Diego, glaube ich, ganz gut, wenn er weiß, dass dann nicht irgendwie gleich jemand reinspaziert in seine Base. Und ja, jetzt mit Imp sieht die Sache natürlich vielleicht ein bisschen anders aus. Was glaubst du, was Diego jetzt baut? Ich meine, jetzt hat er daheim safe, er hat Dorfbewohner mehr, er weiß, der Gegner hat hier ordentlich Ritter gebaut und auch Pikeniere. Also Armee ist da von Namgroth, ne? Da gibt's gar nichts. Ja, punktemäßig aber ist auch nicht so krass. Seine Wirtschaft aus? Hat er irgendwie ein zweites PC gebaut? Hat er irgendwie Hat er nicht, aber das weiß natürlich Diego alles nicht. Ja, aber was macht man mit so Rittern in Arena? Also, soll man dann an eine Mauer angreifen oder muss man es? Man schon. Also du könntest jetzt schon auf Dauer diese Tore schon abreißen, wenn da jetzt gerade keine Burg daneben steht und niemand verteidigt, aber hier sind halt jetzt Chukunus, Pikeniere und Mönche und ich glaube, Diego ist hier komplett auf dem Chukunu-Trip. Der hat Bock mit diesen krassen Bogenschützen, Armbrustschützen, die mehrere Pfeile verschießen, ordentlich Damage zu machen. Aber er muss auch aufpassen, wenn Namgroth jetzt in die Base reinkommt, könnte der das eventuell sogar clearen. Das ist nicht so viel Armee, die Diego jetzt hier hat. Und Namgroth hat gute Upgrades drauf. Aber er kommt hier nicht schnell genug rein. Das ist eben das Problem, ne? Also er kommt einfach nicht schnell genug in die Base. Da fehlt der Siege. Und bei Diego kommen 4 Kasernen. Also der merkt, der Gegner baut die Ritter, die Reiter. Der baut direkt die Pikeniere, die Gegeneinheit. Diego jetzt auch mit Raketen. Raketenschuss oder sowas heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Bin mir nicht ganz sicher. Raketenangriff. Dass die Chukunu noch mehr Projektile feuern. Oder sowas in der Richtung. Nee, was ist es nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht auswendig. Oder was ist Raketentechnik heißt es. Ja, und Namgroth sucht hier natürlich den Schaden. Spielt es eigentlich sehr gut. Das Offensive gefällt mir auch. Hat jetzt auch ein Kloster gebaut. Bei Diego werden auch keine weiteren Reliquien gesammelt. Aber Diego jetzt mit allen Archer-Upgrades bald, die Chukunu so haben können. Und
Damit, ja, wird er vermutlich eine gute Chance haben. Nemcroft jetzt aber auch mit Imp. Ach, schnell. Diego schwimmt nach wie vor in Ressourcen. Mehr Schaden auf Chocono und Scorps. Okay, einfach nur Schaden. Ich dachte irgendwie ein Projektil mehr oder so. Das ist einfach so schade, dass Alex mit seiner Armee nichts macht oder machen kann. Ja, wie gesagt, der Siege Workshop wäre für ihn noch eine gute Sache. Mhm. Vielleicht hat jetzt aber Lust, er ist jetzt auch auf Stein, aber nur mit einem Dorfbewohner, irgendwann mal noch eine Burg hochzuziehen und dann vielleicht mit dem Tribocken was zu reißen. Ja. Ah, Projektil mehr war durchs Elite-Upgrade, okay. Und jetzt auch schön, Alex holt gerade einen Mönch nach vorne und heilt jetzt vorne seine Pferde. Ja. Also der kümmert sich um seine Armee. Ein gütiger Herrscher. Währenddessen Diego jetzt komplett in der Pikenierproduktion hat Hellebardier entwickelt. Noch keine Upgrades ansonsten auf die Infanterie in der Schmiede gemacht. Schaut erstmal, dass er hier die Upgrades für die Chocono fertig bekommt. Und ja, da wird auch produziert. Also die Produktion stimmt bei ihm auf jeden Fall. Und trotzdem hat er noch richtig viel Ressourcen auf der hohen Kante. Ja, da könnte noch mehr gehen sogar. 35 Wills Alex hat sich. Ja, er braucht einfach mehr Dorfbewohner. Ja. Marty schreibt gerade, 35 Wills in Imp hat er sich bei der mittleren KI abgeguckt, der Alex. Jetzt kommt ein weiteres Dorfzentrum. Das, ja, die ist gar nicht so schlecht, die mittlere KI, das stimmt. Also gerade für die ersten Hürden, die man so gegen die KI nimmt, ist die mittlere schon ordentlich. Ja. Ja, also Alex hier echt mit einer starken Armee, aber Diego mittlerweile halt auch mit mehr Armee und nicht nur mit mehr Villagern. Also diese 30 Chocono machen schon richtig Damage. Aber es kommt Chevalier-Upgrade und Plattenpanzerung für Pferde. Und ja, also Alex, ja, ich denke, gegen die Hellebardiere kann er den Fight trotzdem nicht nehmen. Er kommt halt nicht in die Base. Also er braucht auf jeden Fall ein Rezept, um in die Base zu kommen. Und Diego hat jetzt halt den Tribock schon gebaut. Alex holt sich jetzt aber die Reliquie. Finde ich auch stark, dass er daran denkt. Also. Okay. Was denkst du denn so? Chevaliere gegen die Elite Chocono. Sind das schon Elite? Nee, sind nur Chocono, in Anführungszeichen. Also Chocono und Hellebardiere gegen die Pferde. Was denkst du, was rasiert da? Das ist nämlich gar nicht frei. Ich bin immer wieder überrascht von wie gut dann doch so Bogenschützen auch gegen so berittene Einheiten sind, wenn man halt genug hat von diesen Bogenschützen. Da finde ich die eigentlich schon echt ziemlich bedrohlich. Von daher würde ich jetzt schon sagen, dass wahrscheinlich da die Kombi von Diego, jo, das schon auf jeden Fall. Ja, und das ist auch der Fall, aber das liegt nicht an den Bogenschützen, sondern die Hellebardiere allein machen da schon so viel Damage. Andererseits, es sind voll abgegradete Chevaliere, die hier rumstehen. Also er macht das auf jeden Fall, macht das gut mit den Upgrades und so, der Nemgroth. Da gibt's nix. Das sind auch viele, ne? Also zu einem, sag mal, einen anderen Gegner hätte er da schon mit derselben Leistung schon eher einen Schützen gebracht. Aber ich glaube, da ist ein Diego halt dann doch ein bisschen einfach routinisierter im Spielen und lässt sich da wahrscheinlich nicht so schnell einschüchtern. So. Nachher den Beton. Ja, also der lässt sich da nicht so aus der Ruhe bringen. Der kommt jetzt auch vor mit seinen Tribocken. Und Wilbert schreibt schon, Skirmisher wären jetzt gut für Nemgroth. Exakt. Ja, also tatsächlich, Plänkler wären jetzt natürlich sehr, sehr gut. Ja, es ist krass, ne? Also Nemgroth die meiste Zeit hier wirklich mit der größeren Armee, aber er kommt halt nicht in die gegnerische Base rein damit und hat da gar nicht so den riesen Vorteil davon gehabt, die meiste Zeit. Und jetzt Nemgroth mit einer Offensivcastle, die hier nicht hochgehen wird.
Und jetzt geht Namekoth hier den Fight ein und er hat gegen die Pikeniere macht das gar keinen Spaß. Er verliert hier super viele Einheiten, reitet es auch weg. Ah, schwierig. Und jetzt kommt eine Castle von Diego vorne. Ich weiß es nicht. Nee. Doch, da kommt's. Ja, und die kann Namekoth nicht so richtig aufhalten. Und er kämpft hier gegen die Burg, will sie auf jeden Fall loswerden. Jetzt gegen die Dorfbewohner. Aber Diego macht hier Moose aus den gegnerischen Einheiten. Namekoth versucht hier sein Tor zu reparieren, merkt, dass er das aus Versehen offen hält, geht weg von seinem Tor. Und jetzt der große Kampf Shokunu gegen Kaserne. Ja, sieht schon sehr nach GG aus. Stimmt, was Warlord of Weird hier sagt. Allein dadurch, dass Namekoth seine Armee gerade komplett verloren hat, wird es schwierig. Ja. Es ist 81 zu einer Armee momentan. Und ja, ich meine, Namekoth hatte hier ein gutes Spiel. Oh, jetzt kommen sogar die Plänkler, ne? Elite-Plänkler-Upgrade und so. Also er macht die richtigen Moves grundsätzlich. Ja. Aber halt ein Tick zu spät. Wenn er die Burg auch abbrechen würde, die da hochgeht, dann kommt er ja vielleicht noch oder vielleicht auf die nächste Defensivburg in der Base, aber... Ja, die Defensivburg in der Base, klar. Aber da sind natürlich auch schon die Triebocken da. GG. Ja. Und damit das 2-0 für Diego, oh, der hier davon gezogen ist. Nicht schlecht, Alex. Ich habe zugeguckt. Yay! Von oben. Und ich muss sagen, ich habe auch gelobt. Auf jeden Fall. Geil. Alex, ich würde auch sagen, das war mit dein bestes Spiel bisher. Würde ich auch sagen. Ich hatte ziemlich lang Kontrolle über die Mitte, aber dann ist im Prinzip einfach die Offensive, das Offensive Castle nicht gekommen von mir. Da habe ich meine Economy war einfach nicht gut genug. Ja. Aber die Kontrolle hatte ich relativ lange. Ich war auch sehr arrogant kurzzeitig. Das hat mir dann auch den Kragen gekostet, weil ich einfach keine Counter-Units gebaut habe, die seine Counter-Units countern konnten. Ja, also tatsächlich, wenn da jetzt noch Plänkler dazugekommen wären, wäre es wirklich schwierig gewesen. Also du hast ja am Ende auch das Upgrade gemacht und alles, hast den richtigen Gedanken gehabt, aber halt zu spät. Ja. Aber tatsächlich, wenn da noch eine zweite Einheit dazukommt, wird es schwierig. Und wir haben halt gesagt, ja, du hast jetzt halt eine geile Armee, aber du kommst halt nicht so richtig in die Base rein, ne? Nee, das war's. Er hatte eigentlich ganz gute Castles gebaut gehabt. Ja. Oben links wäre ich reingekommen, aber da waren im Prinzip schon viel zu viele Archer dann unterwegs. Also da waren, habe ich sofort gesehen. Und dann bin ich zurückgezogen, wollte eigentlich, habe mir überlegt, ich gehe jetzt auf Offensive Castle, hat aber einfach nicht hingehauen. Also so die Pros machen in dem Fall immer so den Move, dass sie einfach einen offensiven Siege-Workshop bauen. Und dann rammen oder mangen und so das weiter. Das wäre ne? auch übel clever gewesen. Ja, aber ich komme da auch nie drauf. Also das ist auch sowas. Nee, ich auch nicht. Ich denke dann auch so, ja, jetzt habe ich die Map Control. Vielleicht baue ich mal eine Castle irgendwo vielleicht oder so. Genau, ja, genau. Aber ja, auch schöne Defensiv-Castles von Diego, dessen rechte Flanke auch lange sehr verwundbar war. Also als du da die Schießanlage abgerissen hast in einem Groth. Da, wenn du da durch das Palisadentor direkt reingehst, das da daneben stand, hat Diego echt ein Problem mit seinem rechten Dorfzentrum. Also es gab schon gutes Potenzial, da richtig viel Schaden bei Diego zu machen. Ja. Aber gut gespielt von Diego, der die Gegeneinheiten gebaut hat. Diego, aber du hast auch dieses Mal gedacht, so wow, jetzt kommen hier plötzlich ziemlich viele Einheiten in der Ritterzeit. Ich kann meine Offensivkastel nicht machen, hattest kein Loom auf den Dorfbewohnern. Der Plan ging erstmal nicht so ganz auf, oder? GG erstmal und stimmt. Nee, der Plan ging nicht auf. Aber war jetzt so ähnlich wie meine letzten Arena-Spiele, die ich im Rank gespielt habe eigentlich. Da war ich eigentlich auch immer sehr defensiv, hatte teilweise auch ein paar Burgen bei mir vorne rumstehen. Deswegen dachte ich mir, nachdem der Plan nicht aufgegangen ist, dass ich halt einfach so schnell wie möglich in Imp komme. Und ich habe ja gesehen, dass er vor einem Ritter rumstehen. Ja, ist dann einfach mit Hellebardiers und Schützen dagegen gehe und halt dann schon so eine Armee zusammenstelle, die potenziell dann auch direkt in die Basis weitergehen kann und nicht so klein-klein um die Mitte der Karte kämpft. Ja. Oder wenn vielleicht ein Einheitenswitch kommt und es dann für mich nicht so gut aussehen könnte.
Also du wolltest dann auch mit dem einen Push quasi auf jeden Fall dann auch beenden, das Spiel. Ja. Ja. Also ich glaube, sonst hätte ich schon früher mal versucht rauszugehen. Also ich bin dann eigentlich erstmal nur rausgegangen, weil ich die Burg da bauen wollte, damit ich mir das nächste Gold hole. Und dann dachte ich mir, ich kann ich eigentlich gleich weitergehen und meine Ursprungs-Offensiv-Castle bauen. Ja. Ja, und vielleicht hätte ich noch Skorpione dann am Ende versucht zu bauen. Ja, Ja. also war eine gute Mischung und auch gegen die Chocobo mit vollen Upgrades. Schwieriges Ding. Allerdings muss man sagen, auch bei Alex waren volle Upgrades auf den Chevalieren drauf. Und wenn du da deine Hellebardiere nicht dazu baust, klärt er dich da auf jeden Fall. Also das war schon eine ordentliche Masse, die der da hatte. Und ja, also da war schon gut, dass du die Hellebardiere gebaut hast, sonst hättest du echt ein Problem bekommen. Ja, klar. Ja. Ja, ich wusste lange nicht, ob ich diese Spezialtechnologie der Chinesen entwickelt habe, weil die wurde mir irgendwie nicht angezeigt. Ah. Ich glaube, ich habe sie während des Lags irgendwie aus Versehen, als ich eigentlich schützen war, als ich die Chocobos bauen wollte, aus Versehen da noch drauf Also geguckt. Raketentechnik hast du auf jeden Fall entwickelt. Ja. Also, oder wie das heißt, Raketen. Ja, Raketentechnik. Ja, Ja, genau. kurz habe ich überlegt, ob ich das mit den Mauern entwickeln soll, weil die Ritter ständig angeklopft haben. Ja. Ja. Wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit gewesen. Ja. Aber schönes Spiel. Gut, wir können mal in die Tabelle reinschauen, wo sich durch diesen Sieg jetzt Diego auf den 24. Platz vorgeschoben hat. Vor Aizo, wie ich prophezeit habe. Hinter Sogeking, der sowieso noch ein Spiel hat, also auf jeden Fall noch mehr Punkte bekommen wird. Ja, an dir vorbeiziehen kann jetzt eigentlich nur noch Gobot, so wie ich das sehe, und T-Dog. Das sind die beiden, die noch gegeneinander zocken. Also einer von den beiden wird gewinnen und noch an dir vorbeiziehen bedeutet, du bist auf jeden Fall Platz 23, Diego. Das ist quasi das Immerhin. Endergebnis. Also du bist somit. Moment. Nee, halt. Platz 25, so rum. Quatsch. Nicht nach oben, sondern nach oben. Ja. Platz 25 bedeutet, du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du bist quasi der Tabellenführer des unteren Viertels dann. Genau. Okay. Schöne Spiele. Und wie gesagt, Alex, wir haben es gerade auch schon gemeint. Also, wenn du mehr spielst, ich sehe da ganz schnelle Fortschritte bei dir. Also, da mache ich mir eigentlich keine Ja, Sorgen, auch an den Teampartner, der da es ist irgendwann mit dir tatsächlich zusammenspielt. ja richtig. Ja, ich werde mich auf jeden Fall bemühen, noch ein bisschen mehr zu üben. Ja. Ja, die Economy läuft noch nicht so, wie ich es mir gerne wünsche. Deswegen, ich glaube, wenn das erstmal läuft, der Rest ist schon okay ist Ja, mittlerweile. aber Alex, wenn du dann mit jemand im Team bist, der dir da ein bisschen auf die Finger klopft und dich mit motiviert, das haben wir auch schon gesagt, dann Ja, das wird wäre mir dann noch Großes von dir sehen. Bin ich mir auch ganz sicher. Ich habe auch ganz, ganz groß komme ich noch raus, bin ich überzeugt von. Also, läuft doch. Gut. Ja, jetzt ist so ein bisschen für mich die Frage. Also erstmal natürlich vielen Dank für eure Spiele und danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, so früh am Vormittag da zu spielen. Finde ich gut. Muss ja nicht immer bis nachts sein, was wir hier treiben. Und schön, dass das Internet durchgehalten hat. Also vielen Dank für eure Spiele auf jeden Fall. War sehr unterhaltsam zu schauen und auch zu gucken. Zu casten, so rum. Zu gucken auch. Und zu schauen. Ja, vielen Dank. So. Gerne. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, normalerweise hatten wir eingeplant, um 18 Uhr das nächste Match Ölbert gegen Jonathan steigen zu lassen. Jetzt ist natürlich, ist es so, dass wir hier natürlich den Ölbert schon haben, aber ich nicht weiß, ob der Jonathan schon da ist und ob wir da vielleicht einfach noch ein bisschen Pausenunterhaltung machen wollen. Ihr seid ready. Ach so, ja, okay. Dann hat sich das ja erledigt. Ja, dann schreibe ich das mal schön. Kurze Werbepause, dann weiter. Alles klar? Ja, kann dann Vegane mich ablösen im Cast, weil ich glaube, wenn so ein qualitativ hochwertiges Spiel sollte von jemandem gekokastet werden, der mehr Ahnung hat. Tim, komm. Ja, wenn Tim keine Lust hat, es sind ja vielleicht auch noch andere Leute da, die Bock haben. Also, Martin. Marty gerne, was weiß ich, wer ist noch da? Dingo Ingo, Dingo Dynamite.
einer von der NTNT-Crew, Mardi sowieso. Also ich gerne rein, Leute. Du, Tim ist verkatert. Oh. Ja, aber ich würde mich nämlich jetzt aber ausklinken. Okay. Ja, und, aber es ist immer sehr schön mit dir an deiner Seite auch mal ab und an was mit dir ein bisschen zu plaudern. Deswegen bin ich gern bald mal wieder dabei und mache jetzt wieder im Chat mit und arbeite. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Freue ich mich. Okay. Dann bis wieder. Tschüss euch alle. Bis später dann. Ciao, ciao. Ja, Alex, Tobi, ihr seid natürlich auch gern eingeladen, wenn ihr Bock habt, noch ein bisschen hier rum zu chillaxen, auch zu casten, wenn ihr Bock habt, aber natürlich... Ja, ich habe leider keine Zeit. Ah, ja. Nächstes Mal gerne. Okay. Gut, dann viel Spaß beim Schauen, falls ihr Bock habt zu gucken, und wenn nicht, dann bis nächstes Mal. Morgen spätestens um 21 Uhr circa werden wir uns ja sehen, genau, zur Teamwahl. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass da alle da sind. Und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall schon auf eure Teamwahl und euren Teampartner, den ihr euch da ausschaut, und auf eure zukünftigen Spiele. Ja, Alex, ja, du hast die freie Wahl. Du kannst dir jetzt quasi rausschauen beim kommenden Spiel, wer es sein soll. Ah, das mache ich auch. Das, ja. Gut, gut. Und das klären wir alles im Diskurs. Ja, ich denke auch. Ich denke alles klärchen. Macht's gut. Ciao, ciao. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Leute. Ciao, ciao. Okay, also Ölbert ist gleich da, Quatsch, Tama, mach weiter. Ja, ich bin auch dafür, dass Tama eigentlich nur ein bisschen mitmacht, aber wenn sie sagt, sie muss halt arbeiten, dann ist es eventuell schwierig, deswegen, ja, verstehe ich auch. Okay, puh. Ölbert gegen Jonathan. Wir müssen das mal kurz einordnen, was da gleich passiert. Also, wir haben auf der einen Seite den Ölbert, der momentan an der Spitze unserer Tabelle steht. Moment, hier, bitteschön. Und es auch bleiben wird, weil er hat jetzt schon vor dem letzten Spieltag genug Punkte gehabt, dass er uneinholbar da ist. Der hat alle Spiele, also alle Begegnungen gewonnen, nicht alle Spiele. Ein paar Begegnungen waren auch 2-1. Und er darf jetzt gegen den Jonathan ran, der hier starke Leistungen gebracht hat. Unter anderem letztes Mal Dingo Dynamite, den Zweitplatzierten, den momentan Zweitplatzierten, muss man sagen, besiegt hat. Und ja, Jonathan kann heute mit einem Sieg über Ölbert mit von 17 auf 20 Punkte hoch, und weil er Dingo Dynamite besiegt hat, auf den zweiten Platz vorrücken. Passiert das nicht, bleibt er auf dem fünften Platz hängen, weil er hat, selbst wenn er 2-1 verlieren sollte, kriegt er zwar noch einen Punkt mehr, rutscht schon auf 18 Punkte hoch, hat aber gegen Dingo Ingo auch verloren. Bedeutet, Jonathan, für den geht es heute um alles. Ja. Ölbert ist währenddessen schon hier. Ölbert, wie fühlt sich's an auf dem Thron? Hallo. Bist du dekadent geworden? Trainierst du nie wieder? Wie ist dein Mindset? Ja, genau. Alles, was du gesagt hast. Genau, alles das. Geht's dir gut? Nee, ich bin sehr entspannt. Du hast ja gerade schon gesagt, ich fühle mich da oben safe. Hab Leistung jetzt abgeliefert, und jetzt kann ich ein bisschen Spaß haben mit dem Jonathan. Okay. Ist natürlich schon auch ein Spiel, das man natürlich ein bisschen ernst nehmen sollte, trotz dem ersten Platz, also als Mahnung an dich, ne? Weil es ist ja schon... Es geht ja um was für den Jonathan hier. Und für die anderen auch, ne? Also wenn du jetzt ein Dingo Dynamite weghaust, dann will ich jetzt schon auch gegen Jonathan, will ich dann auch sehen, ne? Also so ganz kampflos, nur weil du jetzt schon der Erste bist. Genau. Ja, Jonathan ist auch schon am Start. Guten Tag. Hallo, hallo. Hey. Hi. Ja, wir haben es gerade schon gesagt, bei dir ist heute noch entweder Platz 5 oder Platz 2 möglich. Für Platz 2 musst du gewinnen, alles andere bleibt für dich der fünfte Platz übrig. Ist natürlich schon sehr verlockend, heute noch einen Sieg zu holen, oder? Stimmt, es sind echt einige Plätze. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es dann doch nochmal sowas ausmacht. Bisschen schade, dass man Ölbert gar nicht mehr angreifen kann auf dem ersten Platz. Mhm, finde ich auch. Aber... Finde ich nicht, ich finde es in Ordnung. Ja.
Ja, es wäre schon noch, hätte mehr doch, Endspielcharakter auf jeden Fall, wenn jetzt aber so. ist doch ganz schön eng geworden tatsächlich, weil ich glaube, die letzten drei oder vier Spiele auch immer eins Genau, liegen genau. lassen habe. Und dann kriegst du nur 2 Punkte anstatt 3. Ist das richtig? Nee, das stimmt nicht. Du kriegst immer 3 zum Gewinnen, aber die anderen, die 2-1 verlieren, kriegen ja auch trotzdem einen Punkt noch drauf. Also die verlieren quasi nur 2 Punkte in Anführungsstrichen. Ja. Andererseits, wenn du jetzt gewinnst, hast du 4 Punkte mehr als der Zweitplatzierte, Dingo Dynamite. Von daher, Ja, stimmt, der hat ja schon gespielt. genau, der hat ja schon gespielt. Also was oben die Spiele angeht, ist wirklich Ölbert noch ein Spiel gegen Jonathan, das wir jetzt gleich sehen. Und dann gibt es noch, was die obere Tabellenhälfte angeht, noch M-Magic, der noch, der jetzt schon in der oberen Tabellenhälfte steht, aber noch abrutschen kann, falls er gegen Sogeking verliert. Und Sogeking kann natürlich reinrutschen in die obere Tabellenhälfte. Das sind jetzt noch die Sachen, aber wirklich an der Spitze, da entscheidet jetzt euer Spiel. Und ich freue mich natürlich auf ein Spiel von hoher Qualität bei euch. Also ich glaube, da können wir uns wirklich drauf freuen, weil wir haben von euch beiden bisher eigentlich keine Spiele gesehen, wo es nicht zur Sache ging, wo nicht Druck vorhanden war. Also ihr seid beide Spieler, die auf jeden Fall stressig spielen, die dem Gegner auf jeden Fall versuchen, Stress zu bereiten in der Base, würde ich behaupten. Okay, Ja. gut. Ja, Jonathan, als Captain von NTNT, hast du da dich ein bisschen mit deinen Teamkollegen vorbereitet? Ja, der Support war sehr schwach, weil Zipsi das ganze Wochenende nicht dabei war. Das ist natürlich sehr traurig. Soll er so auch hören, dass das nicht geht? Oh, hey, euer Daher hat Jürgen schreibt Steffen schon Captain? Jürgen. Fragezeichen. Also die Captain-Position ist noch nicht festgelegt, offensichtlich. Okay. Dafür hat Jürgen aber gut mitgemacht. Noch Okay. gestern bei ein, zwei Spielen. Das ist doch schön. Ja, Ölbert, wie sah der Support von den Rollercars aus? Der war irgendwie nicht da diese Woche. Ich weiß nicht, der Elomis, der musste oft irgendwie rausgehen. Der hat mal einmal geschrieben, so Bock auf ein Game. Und dann lese ich das 5 Minuten später, das ist eigentlich ja klar. Und dann war der schon offline. Ja, Irgendwie sich reagiert an man die halt nicht Luft schnell genug. ergeben. Wenn du Ja. so microst, mache ich mir Sorgen um das Spiel jetzt auf jeden Fall. Für 5 Minuten Verzögerung. Ja. Ja. Das wäre nicht gut. Oh, und da gibt es noch den Fun Fact, den ich gestern im WhatsApp-Chat rausgehauen habe, auch noch. Falls Jonathan gewinnen sollte, rutscht vegane Mayonnaise an Moby vorbei, weil er dann eine höhere Buchholzwertung als Moby bekommt. Das heißt, es gibt ja auch einen großen Fanclub, die große Verschmelzung von Team Spezi und NTNT endlich. Jonathan Fanclub ist am Start. Okay. Also Oh Ölwert, je, bin natürlich, ich bin so viel Druck. natürlich schon auch für dich. Andererseits bist du ja schon Erster, von daher finde ich es okay, wenn du einen Kratzer kriegst oder so. Ha? Ich will dich schon ein Ja, bisschen leiden nachher. sehen. Aber, Nee, man muss auch dazu sagen, der Jonathan ist kein schlechter. Also, wie der den Dingo weggehauen hat, den ja. Dingo Dynamite, da habe ich größten Respekt davor. Also, das jetzt auf meine schlechte Leistung zu schieben oder so, ist irgendwie falsch, weil der Jonathan das ist einfach. Also, wenn der gewinnt, dann hat er es auf jeden Fall verdient. Ja, Und nicht nur, dass ich irgendwie. mit Also, Sicherheit. Ja, ich denke auch, aber also du ich hast werde jetzt mich zwar alles bemühen. gewonnen, aber ich finde auch, dass hier an der Spitze alles super eng ist, ne? Wenn man sich mal überlegt, also Dingo Ingo hat gegen Jonathan gewonnen. Manu hat gegen Dingo Ingo gewonnen. Manu hat gegen Jonathan auch gewonnen. Manu hat dafür gegen Dingo Dynamite verloren. Jonathan hat dafür gegen Dingo Dynamite gewonnen. Und lauter so Sachen. Also es sind so, alle können alle schlagen, finde ich. Also es gibt so schon die Top 5, würde ich sagen, Top 6 vielleicht. Die haben wirklich die Ja, Möglichkeiten, da ist alle zu schlagen an einem guten alles Tag. drin. Ja. Ja, Von sehe ich daher auch so. ist es schon auch eher ein bisschen ein Meme, dass der Ölbert hier halt immer alles gewinnt. Und ich glaube schon, dass es auch gar nicht so zufällig ist, dass du da oben stehst, weil du bist halt ein guter Spieler und hast gute Sachen geliefert. Aber ja, es ist hier nicht unmöglich, dass du heute auch was kassierst. Aber ja, Öli, du weißt, im Notfall
bin ich natürlich immer auf deiner Seite. Muss man auch ganz klar sagen, es ist hier heute auch Rollercars, muss ja auch mal Fahne zeigen dürfen, Flagge zeigen dürfen. Und nur weil ich Caster bin, also ich fände es natürlich auch schön, wenn du jetzt einfach mal auch den Jonathan ja, hier ein bisschen unter Druck setzt und auch klarstellst, wer der Boss ist, so nach dem Motto. Andererseits, für die Storyline vom Turnier wäre es natürlich auch mal schön, wenn du einen Kratzer kriegst, weil sonst, also, ja, dann sieht auch am Ende in der Schlusstabelle alles ein bisschen knapper aus. Ist auch schön. Ja. Kann mich nicht wirklich entscheiden. Hertie ist auch am Start im Chat. Ja, hi. Hertie, machst du ein bisschen Chat-Action dann und hier Vorhersagen und Co., weil ich glaube, Marty hat sich jetzt hier schon an den Start gebracht. Hi, Marty. Ja, hi. Wunderbar. Gut. Ja, Trash Talk ist vorbei. Es ist geklärt, dass ich ein komplett biaster Caster sein werde. Du musst also ein bisschen für Jonathan argumentieren. Ich glaube, das wird auch nicht schwer. Der Typ ist einfach zu gut, als dass es hier einseitig wird. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die Map-Bann-Phase. Ich mache mal alles rückgängig, was gerade vom Spiel davor am Start war. Und Ölbert als Erstgenannter darf jetzt die erste Map rausnehmen. Was willst du nicht spielen? Ich banne Akropolis. Yep. Jonathan? Teaminseln und vier Seen, genau was. Okay, Teaminseln, vier Seen und Ölwert. Dann Goldgrube raus. Goldgrube auch raus. Gut, damit stehen die Bans fest. Arabien wird gespielt. Ölbert, nimmst du eine Zivilisation oder spielst du zufällig? Ich spiele zufällig. Okay, Jonathan? Auch zufällig. Beide mit zufällig. Mutiges Ding, aber have fun damit. Danke. Ja, ich wünsche mir echt ein schönes Spiel und ich freue mich sehr darauf, das zu casten. Viel Spaß euch beiden und bis nach dem Spiel. Danke, GLHF. Viel Spaß. Viel Spaß. Okay. Tja, da ist natürlich jetzt die Frage, warum nimmt man in so einem Spitzenspiel zufällig? Ist es entweder, weil man sich ziemlich sicher ist, dass man den anderen besiegt, oder, was ich für wahrscheinlicher halte, will man jetzt auf Arabien erstmal abtasten, was der Gegner überhaupt macht, wie man den einschätzen muss. Und dann haut man einfach im zweiten oder dritten Spiel alles raus, was man so hat. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein Grund auch, aber ich glaube auch zum Beispiel aus Ölberts Sicht, ich meine, er ist ja Erster. Warum soll er jetzt einen Sith-Pick raushauen, den er vielleicht in der Teamphase besser, besser brauchen könnte, zum Beispiel? Das stimmt, klar. Also er hat ja so eigentlich nichts mehr zu verlieren. Andererseits, Spitzensportler gehen immer auf Sieg, egal ob es um was geht oder nicht. Also anders landet man nicht da oben. Ja. Ne? Also von daher, ich glaube nicht, dass er das jetzt hier so einfach billig runterspielt. Das glaube ich auch nicht. Keinen Bock hat oder also, nee. Der Ölbert verliert auch gar nicht so gern. Also von daher kann ich mir also relativ cool vorstellen, dass der hier keine halben Sachen macht. Radio Hertie hat verschlafen bis 17 Uhr. Ja, Hertie, wenn du Bock hast, wir können auch einen Dreiercast hier machen. Ich habe auf jeden Fall Bock, dass du mit dabei bist, wenn du Lust hast. Komm einfach mit rein. Ich glaube, zu dritt geht auch. Kriegen wir auf jeden Fall. Klar. Wir sind doch jetzt alle krasse Caster-Kollegen und fallen uns allen gegenseitig ins Wort und keiner versteht, was der andere sagt. Das wird perfekt. Nee, ohne Scheiß. Also ich würde mich freuen, wenn du reinkommst, Herti. Vorhersage ist verschwunden. Wie verschwunden? Nee, passt alles gut. Okay. Ich dachte gerade schon Sodom und Gomorra. So, ja, wen würdest du denn als stärkeren Arabien-Spieler einschätzen? Schwierig, das ist so eine Scheißfrage, ich meine, ne? Ja, das ist eine, also, dann sage ich ja, Jonathan ist ein echt guter Spieler und dann gewinnt Ölbert. Ja. Aber ich weiß es auch ehrlich gesagt gar nicht. So intensiv habe ich mir die Spiele jetzt nicht angeguckt, dass ich sagen könnte, wenn die beiden auf Arabien aufeinandertreffen, dann hätte der auf jeden Fall da die besseren Karten. Das Spiel ist da. Von daher, ich traue aber beiden zu, dass sie hier, also ich traue beiden zu, dass sie hier auf Sieg spielen und dass sie da alles in der Hand haben. Also Jonathan
super, super krass, was der teilweise gespielt hat. Mhm, total. Ich mach gleich groß, Leute, keine Angst. Ich werde hier noch Capture Age starten und so. Moment, Casting, Reset, Ölbert, zack, zack, zack. So, wir sind im Spiel. Gut, also, Ölbert gegen Jonathan. Ölbert mit den Ungarn, Jonathan mit den Sarazenen. Also momentan, die Statistik sagt, Jonathan ist der, der mehr Spiele verloren hat auf Arabien. Der hat bisher in Anführungsstrichen nur 4 Wins im Vergleich zu den 6 Wins auf Arabien von Ölbert. Das heißt, Arabien ist jetzt nicht unbedingt seine stärkste Map vielleicht sogar. Könnte man vielleicht vermuten, wer okay. weiß. Das ist interessant. Ja, also dafür, dass er so weit oben ist, hat er sehr, sehr viel auf Arabien verloren. Tja, der ist halt, der braucht dann wahrscheinlich einfach das Spiel, um warm zu werden. Mhm. Und aber wie gesagt, ich glaube, das spielt halt mit da rein, dass man den Gegner vielleicht so ein bisschen austesten muss. Guckt, was macht der so, und dann kann man im zweiten Spiel drauf reagieren. Weiß ich nicht, kann der NTNT-Clan vielleicht was zu sagen? Ja, wozu wir was sagen können, ist auf jeden Fall die Map von beiden. Und ich finde tatsächlich, dass sowohl Ölbert als... Die Szene müsstest du noch umstellen. Ach, die Szene ist immer noch... Oh, ja. Das tut mir leid, dann habe ich es diesmal tatsächlich verkackt. Wer gewinnt das Spiel? Das ist gar keine Vorhersage momentan, oder? Doch, die läuft. Nee, oder? Das ist eine Abstimmung. Nee, das ist nur diese... Ja, stimmt, ja. Ich mach mal eine Vorhersage, Leute. Vorhersage, wer gewinnt das Spiel? Ölbert oder Jonathan? Vorhersage starten. Ihr sollt doch auch wetten können, Leute. Ihr sollt doch wetten können. Gut, komisch, dass es nicht mehr da ist. Vielleicht gab es da irgendein Update, dass ich euch das nochmal einstellen muss als Moderatoren oder sowas. Also ich finde auf jeden Fall, dass Jonathan vielleicht die leicht bessere Map hat. Wenn er hier zum TC wallt, hat er hinten auf jeden Fall Gold und Stein hat er auch safe. Also er kann hier relativ klein zumachen, klein wallen. Und auf der anderen Seite Ölbert, ja, kann hier natürlich auch an der Woodline zumachen. Und hat dann wenigstens sein Main-Gold einigermaßen, aber so richtig, genau, richtig schön ist es auch nicht, was der da hat. Also ich würde Jonathans Map so ein bisschen bevorzugen. Ja, schwierig zu sagen. Ja, ich weiß gar nicht, wie es jetzt genau bei Jonathan ist, aber Ölbert ja auch nicht unbedingt der da die Riesen, sich da so eine Riesen-Base baut. Der baut ja eher so minimal wie möglich, recht schnell zu sein und stopft dann auch so die Base so ein bisschen zu, nimmt dem Gegner dann auch so ein bisschen Mobilität, würde ich fast behaupten, weil wenn du dann da drin bist, musst du dich in diesem Labyrinth ja auch erstmal zurechtfinden und erweitert dann einfach nur, wie er es halt gerade braucht. Auch so eine Eigenschaft von ihm, die ich ziemlich stark finde. Ja. Jonathan weiß ich jetzt gar nicht. Hast du das beobachtet? Wallt er eher großzügig? Wallt er überhaupt komplett? Gibt ja auch Spieler, die machen es so hier mal eine, da mal eine, aber so richtig gewallt sind die dann bis zum Ende eigentlich nie. Also ich habe Jonathan jetzt nicht als super konsequentesten Waller in Erinnerung, aber der wallt auf jeden Fall grob seine Schwachstellen, sage ich jetzt mal. Ja, aber wir werden hier vermutlich halt von Ölbert Scouts sehen, weil er ist Ungar. Die haben halt richtig starke Scouts. Und wir sehen hier auch wieder was die beiden stark unterscheidet. Jonathan, Idle TC-Time 0 Sekunden. Ja. Also der spielt sehr, sehr, sehr sauber. Ölbert, jetzt schon 1 Minute 2. Das ist mehr als Diego gerade in seinem ersten Spiel hatte, zum Beispiel auf Arabien. Also Ölbert ist in der Dark Age absolut nicht auf dem Level, auf dem er sein müsste eigentlich für das, was er spielt, sonst im Spiel. Es ist echt krass und es könnte auch hier wieder Aggressionen früh von Jonathan geben, der jetzt schon die Kaserne gebaut hat. Was sieht er denn von der gegnerischen Map? Noch gar nichts. Das heißt, er müsste jetzt mal langsam mit dem Scouting anfangen, falls es hier Aggressionen geben soll. Bin ich mal gespannt, ob da noch Milizsoldaten rauskommen. Noch ist er nicht auf
Gold, wir beobachten mal diesen Villager, ob der jetzt gleich hier 10 Gold nimmt, nachdem er gewallt hat. Ja, Milizsoldat kommt jetzt. Ich hoffe, wir sind ungefähr gleich mit der Zeit. Ich bin bei 8, 35, 36, 37, 38, 39. Okay, da müssten wir jetzt ungefähr gleich sein. Jetzt bin ich bei 8,50. Ja. Genau, da kommen nämlich die Milizsoldaten, die du gerade angesprochen hattest. Ja. Die kommen dann gleich da aus der Kaserne raus. Also da bleibt er sich treu oder ne, also zeigt es, was er kann. Ja, weil du es gerade angesprochen hattest, Öbert jetzt da mit Idle TC sehe ich, bei Öbert ist es irgendwie auch kein Nachteil. Ja, man sieht da oft so Dinger bei ihm, wo man sich denkt, so, warum und wieso? Wie kann das sein, dass der sowas macht? Und im Endeffekt hat es überhaupt keine Auswirkung auf sein Spiel. Also er drückt am Ende dann trotzdem das durch, was er spielen möchte. Oder teilweise ja auch reaktiv einfach zeigt auf den Gegner. Und also ich würde dem... Ist interessant, Capture Age, aber ich glaube, in dem Fall würde ich dem gar nicht so viel Bedeutung beimessen. Es hat auf jeden Fall Bedeutung. Er ist jetzt halt einfach eco-mäßig hinten dran und es kommt Man-at-Arms-Upgrade von Jonathan hinten drauf und der ist jetzt eventuell gleich in Ölbert Space. Aber ja, die ist wieder so gebaut, dass er die gut nachrollen kann und Jonathan muss hier durchs TC durch. Das Einzige, was verwundbar ist, sind momentan die Berries. Und da muss Ölbert jetzt schauen, da kommt die Quick Wall. Ja, das ist sehr, sehr stark. Und jetzt muss er halt schauen, dass die überall sitzen. Der Scout verhindert die jetzt hier. Jetzt muss Ölbert seine Dorfbewohner eigentlich abziehen. Ja, das macht er jetzt gerade nicht. Jonathan kriegt den ersten Kill. Und Ölbert kriegt vielleicht sogar noch einen zweiten Kill auf die Schnauze. Ja, die Dorfbewohner laufen blöd. Also es steht 1-0 nur. Ja. Er reagiert gut, zieht die dann sofort wieder ab. Könnte jetzt natürlich hinten auch die Woodline entdecken. Wobei, da kommen die Quick Walls eigentlich ziemlich stark von Ölbert. Also die kann er vergessen, aber da siehst du jetzt schon wieder. Ja, er war drin, klar, er hat sich den einen Villager geholt. Mhm. Trotzdem ist jetzt gerade eigentlich Holland nicht in Not. Ja, doch. Es sind halt Man-at-Arms und Ölbert muss jetzt dauerhaft diese Geschichte nachreparieren. Also er idelt hier auf jeden Fall und macht Damage und Ölbert geht auf zwei Schießanlagen. Er geht nicht auf die Scouts und das finde ich eine gute Wahl von ihm, weil er nämlich vom Gegner sowieso Archer bekommen wird, vermutlich. Mal schauen, ob da schon die zweite Archery Range hochgeht. Ne, noch nicht genug Holz. Okay, das ist spannend. Also Jonathan momentan noch ohne weitere Aggression hier. Baut ein zweites Lumber Camp und Ölbert jetzt mit zwei Archery Ranges baut die Bogenschützen und kann damit auf jeden Fall die Man-at-Arms eigentlich ganz gut abwehren, wenn er jetzt gleich hier genug hat. Seine Will-Idle-Time ist jetzt auch weiter am Hochgehen, aber nicht wegen dem Druck, den er kriegt, sondern weil er einen einfach nicht aufpasst. Da muss er jetzt einfach ein bisschen mehr dran sein. Und die Archer gehen einfach nach vorne. Der cleart gar nicht daheim. Der verrät gar nicht, dass er die Archer jetzt gebaut hat. Der geht einfach vorwärts. Ja gut, ich meine, die Schwertkämpfer, die hauen da jetzt schon seit anderthalb Minuten einfach auf die Palisade. Und er repariert dagegen und das kann er jetzt noch minutenlang so weitermachen. Und er denkt sich wahrscheinlich auch, solange die sich jetzt nicht bewegen. Vorne, das hat er sicher, würde ich jetzt behaupten. Da ist das TC dazwischen. Ja, warum dann nicht die Einheiten einfach mal nach vorne schicken und gucken, was der andere so macht. Und da steht ja jetzt gerade noch nichts dagegen, was das irgendwie aufhalten könnte. Wobei Jonathan auch direkt die Schießanlage droppt. Und den Marktplatz auch schon gebaut hat. Da soll es wahrscheinlich dann nachher aber auch recht schnell in die Ritterzeit gehen und die Ressourcen sind ja auch gleich da. Ölbert sucht hier noch den Weg, aber müsste eigentlich alles gescoutet haben mit seinem Scout von vorhin. Stellt sich jetzt einfach nur hinter die Woodline und kommt jetzt auch hier an die Woodline ran. Macht hier Idle Time an der Woodline. Das ist sehr, sehr ekelhaft für Jonathan, der jetzt hier eigentlich abziehen muss. Macht er auch. Auf der anderen Seite, Jonathan versteckt seine Man-at-Arms in
der Oase und geht einfach in die Ritterzeit. Also der hat hier tatsächlich eher so eine Art Drush Fast Castle gespielt, wobei der Man-at-Arms Upgrade gemacht hat. Und Ölbert ist immer noch hinten von den Villagern. Ja, jetzt 31 zu 30, aber er ist natürlich auch noch in der Feudalzeit und so ein bisschen hinten dran. Und ja, weiß ich gar nicht. Er hat jetzt die Nahrung ist so ziemlich im Keller. Gold hätte er zusammen, aber ich glaube, der will jetzt erstmal Feudal irgendwie was machen. Ich weiß nicht, ob ihn dann die Ritterzeit gleich von Jonathan so ein bisschen überrascht. Und, ja, auf den falschen Fuß vielleicht auch erwischen könnte. Mhm. Ja, ich meine, jetzt ist da ein Plänkler, okay, aber es ist halt auch nur einer. Ja, da kommen mehr dazu. Ölbert hat keinen Bock mehr, so wie es ausschaut. Hat auch noch keine Upgrades auf seine Art schon. Also wenn da jetzt ein Offensiv-Upgrade drauf wäre, würde da mehr gehen. Ölbert auch mit sehr, sehr viel Wood auf der hohen Kante. Könnte hier durchaus noch mehr Felder droppen. Kommt er jetzt rein in die Base, ist die Frage. Aber ich denke, von Jonathan werden dann instant die Ritter kommen. Oder vielleicht Kamele, wobei Kamele gegen die Archer nicht so viel Sinn machen. Ja, instant Ritter. Ja, richtig. Und dann mit Bogenschützen. Gut, die haben jetzt die ersten beiden Upgrades drauf. Mit den Bogenschützen machst du halt gegen Ritter dann nicht so viele. Wenn es jetzt, ja, weiß ich nicht, 3-4 Ritter reichen da ja schon aus. Aber Öbert ist jetzt gerade in der Base drin und idelt zumindest schon mal die Felder. Also ja, die Leute müssen sich da ins TC zurückziehen. Also wenn das jetzt nur zwei Ritter sind, die da kommen von Jonathan, ja, ist es in Ordnung für Ölbert. Da müsste er aber auch komplettes Gold eideln. Und da kommt er momentan nicht ran. Er hat es nicht gescoutet, glaube ich, dass da momentan das Goldlager ist. Oder er kann sich's denken, vermutlich, weil er vorhin in der Base war. Ja, und er geht jetzt lieber mal weg von der Action. Und Jonathan geht auf die Suche, findet momentan die Archer nicht. Ölbert zieht sich zurück. Und ich glaube, das ist auch schlau, kriegt daheim jetzt auch wieder seine Man-at-Arms ab. Und Ölbert ist noch echt weit entfernt von der nächsten Zeit, ne? Ja, dem fehlt vor allen Dingen da die Nahrung. Also hat wahrscheinlich auch jetzt, gut, er ist jetzt mit den Dorfbewohnern vorne, hat ordentlich Dorfbewohner nachproduziert, aber dafür fehlt ihm einfach die Nahrung, um jetzt da in die Ritterzeit zu folgen. Er hat recht viele Archer, die kann er sich auf jeden Fall leisten, weil Gold und Holz sind bei ihm durchgehend sicher gewesen. Also er hat da nichts abbekommen. Ja, mal gucken. Ich denke mal, er wird jetzt vielleicht auch ein bisschen gucken, dass er da spart. Immer nur einzeln die Villager produziert. Muss jetzt halt schauen, er hat da Man-at-Arms und Ritter jetzt, die da in die Woodline wollen. Ja, und die kommen auch rein. Da dann gegen zu reparieren wird jetzt... Zweiter Villager wollte gerade, aber es reicht nicht. Und Ölbert muss jetzt auch zurück. Der hatte gerade Anstalten gemacht, mit seinen Archern hier nach vorne zu gehen tatsächlich noch. Und jetzt gibt es hier tatsächlich den guten Damage von Jonathan, der Ölbert weiter zurückwirft. Ölbert, jetzt hat er hochgeklickt. Und Jonathan kauft Stein. Für ein TC. Der hat vorhin wahrscheinlich Stein verkauft, um mehr Ritter produzieren zu können. Als Sarazene kann man das ganz gut machen. Hat auch eine defensive Waffenschmiede gebaut, falls hier noch mehr Archer kommen. Ja. Ja, Öbert versucht jetzt die Base noch so ein bisschen undurchsichtiger zu machen. Allerdings ist da über die Woodline theoretisch offen. Also Jonathan kommt schon auf die andere Seite. Aber genau das meinte ich. Also er nutzt schon auch die Gebäude und die Base so ein bisschen zur Verteidigung. Du findest dich dann nachher nicht mehr zurecht, wo du herkamst und wo du hingehst. Das finde ich schon bezeichnend für sein Spiel und finde ich sehr stark von ihm. Ja, Jonathan auch mit relativ viel Idle Time dafür, dass er gar nicht so viel Druck daheim hatte in den TCs. Sucht momentan so ein bisschen den Schaden bei Ölbert, der jetzt aber mit einer großen Archer-Masse auch die Ritter abwehren kann. Also da muss sich Jonathan was anderes ausdenken. Und was ist seine Antwort? Momentan sind es Skorpione und weiter Ritter. Armeemäßig, Ölbert krass im Vorteil momentan. Also falls Ölbert jetzt Ritterzeit kommt... Oh, und Ölbert macht Pferde aus
Pferde-Upgrades, also Zuchtauswahl kommt, hat einen Stall gebaut hier hinten. Ist noch offen an der Woodline. Jonathan wird hier auch nochmal ein paar Villager snacken. Dachte ich. Ja, da kam die Kriegwall zum richtigen Zeitpunkt. Also was eine Maschine, der Ölwert. Krasser Scheiß. Also ich unterschätze es immer wieder, wie schnell seine Reaktionen tatsächlich sind. Mhm. Auf der anderen Seite ist er aber offen und genau. Da kommt der Ritter rein. Ja, ist halt die Frage. Ich glaube, das Spiel kippt gerade so ein bisschen in Öberts Richtung, denn der hat jetzt die Armbrustschützen. Wie du schon sagtest, da kommen die Pferde-Upgrades. Das heißt, da werden auch gleich Pferde dabei gemischt sein. Und allein die Archer, das sind 25 Stück, die sind jetzt gefährlich. Ja. Vor allen Dingen, da Jonathan zu Hause nicht viel rumstehen hat. Ja, das war da alles vorne. Baut Skorpione. Er hätte jetzt hier eine Mange besser gebrauchen können. Vielleicht kommt die ja gleich noch. Aber viel Armee hat er nicht, der Jonathan. Der versucht hier einfach wegzuboomen. Und das ist eine gefährliche Sache gegen Ölbert. Und, ja, und der ist da voll drin. Also der ist in der Base. Die Skorpione machen jetzt gar nichts gegen die, gegen die Archer. Er kann sich da jetzt erstmal frei bewegen. Hinten zum Beispiel das Gold. Ich meine, wenn er das idelt, dann ist Jonathan erstmal ohne Gold da. Und der braucht es halt für die Ritter, die er produzieren wollte. Nein. Also der hat es auch direkt gemerkt. Guck mal, der geht sofort ins TC, schickt die auf die andere Seite. Und schickt die hier oben aufs nächste Gold vermutlich. Aber der Damage ist da. Ölwert macht hier Damage. Und jetzt kommt die Mange. Jetzt will ich mal Micro sehen. Zweites TC kam auch von Ölbert übrigens, der hier sein Main Gold bewacht und auch daheim Ritter in der Base hat. Also der Eco Damage ist durchaus auch bei Jonathan noch vorhanden oder von Jonathans Seite auch vorhanden. Ölbert snackt sich aber auch hier immer wieder einen Will, ne? Also ja. Eco Damage jetzt ist kommt die Mangel. Schon auch ein bisschen am Start. Idle Time ist am Start. So, was macht die Mange? Wie viel Gold sieht Jonathan noch? Ich glaube, der sieht all sein Gold, aber ich schau gerade noch mal rein. Der erste saß, der zweite wird weggemicrot da, der zweite Schuss. Aber jetzt weiß Öbert natürlich auch, dass die Mange da unterwegs ist. Split kommt auch. Also der packt jetzt gerade alles an Micro aus, was man so zeigen kann. Zieht sich jetzt auch erstmal aus der Base zurück, hat aber zu Hause eigentlich Ruhe. Ja. Hat da schön, vor allen Dingen dieses TC vorne finde ich richtig gut. Da kommst du jetzt auch erstmal nicht mehr dran vorbei. Das heißt, Gold, Holz ist alles sicher. Am Stein hat er sich auch nochmal was geholt. Und die Archer sind weiter unterwegs. Mhm. Schön nachrepariert noch die Mange von Jonathan. Ölbert sieht hier aber auch immer wieder Möglichkeiten, vielleicht irgendwo reinzukommen. Die Mange muss hier viel wandern. Ja, und Goldzugang ist natürlich schon so eine Sache. Also hier vorne dieses Gold, wenn Ölbert da Kontrolle drüber kriegt und über das nächste Gold auch, dann hat Jonathan auf Dauer echt ein Problem. Momentan hat er aber noch 500 Gold auf der hohen Kante, hat noch ein drittes TC hier am Stein gebaut, möchte also irgendwie Stein an den Start kriegen. Ölbert ebenfalls mit 3 TCs und Jonathan immer noch mit 15 Dorfbewohnern vorne. Oh, und jetzt gehen hier irgendwie Villager nach vorne. Vielleicht dauert es gar nicht mehr mal so lang und es kommen auch die ersten Ritter von Ölbert. Und die haben halt die aggressiven Upgrades schon auf jeden Fall drauf. Dadurch, dass er Ungar ist. Und er macht hier auf jeden Fall nochmal guten Damage. Und sollte jetzt schauen, dass er da nicht unter dem TC weiterkämpft. Aber er kann jetzt nochmal reingehen. Die Mange ist jetzt plötzlich nicht mehr die riesige Gefahr, wie sie mal war. Und Ölbert geht Richtung Woodline. Und Jonathan da mit dem Kamelreiter, klar, ist logisch, aber andererseits sind da halt immer noch diese 21 Archer unterwegs. Und die haben nicht so viel Angst vor den Kamelreitern, vor allen Dingen nicht von einem alleine. Also da bin ich jetzt gespannt, wie Jonathan da jetzt umbaut. Er schiebt immer mehr Leute nach links raus in seine Äxte, die er da hat. Verlässt so ein bisschen sein ursprüngliches TC, produziert da immer noch so ein paar Villager nach. Aber jetzt kommt es halt drauf an, wo kriegt man Gold her. Ölbert erwischt die Mange. Also die Seite ist wirklich super idle. Jonathan ist hier krass unter Druck. Auf jeden Fall, Ölbert geht jetzt auf die Woodline. Jonathan flieht so ein bisschen weg von diesen Archern. Aber dass sie jetzt auch noch plötzlich Ritter mit in der Base sind, das ist natürlich eine Sache, die ihm nicht gefallen kann. Kommt da die nächste Mange nach? Momentan nicht. Also es sind wirklich nur... es ist dieser Kamelreiter und nochmal irgendeine Einheit, die hier irgendwo rumsteht.
gegen die 23 Armbrustschützen, die hier doch mehr Damage machen, als sie machen sollen aus Jonathans Sicht. Und wenn da jetzt noch Ballistik drauf wäre, hätte Ölbert eine wirklich, wirklich starke Armee. Also das fehlt ihm wirklich noch so ein bisschen. Und aber auch mehr Stelle jetzt von Ölbert. Ölbert will die Ritter oder vielleicht auch Lightcap, man weiß es nicht. Ist jetzt gerade halt auch so, dass Jonathan da echt gucken muss, wie er mit den Ressourcen haushaltet. Was der jetzt gemacht hat, ist, er schickt einfach mal die Kamele da beide vor. Mhm. Vielleicht, weil er sich denkt, ja komm, der hat alles in meiner Base, der kann eigentlich nichts mehr zu Hause haben. Und die kommen gerade da vorne an, in diesem vorderen Teil der Base. Und eilen auf jeden Fall mal das CC. Ich meine, viel Schaden machen die da nicht. Nee. Aber die Idee ist nicht so schlecht. Andererseits ist Ölbert jetzt keiner, der deswegen seine komplette Armee zurückzieht. Ja, und also, was man auch sieht, ist Ölbert zum ersten Mal mit einem Villager-Lead. Also Ölbert produziert jetzt auch selber daheim nicht schlecht nach, hat 3 TCs am Laufen, zumindest ab und zu, und produziert auch selber gut Einheiten. Da kommen jetzt auch Ritter und die Kamelreiter, die zwei, da machen auch nicht mehr viel, also... Ölbert wird jetzt auch auf die Kamele, auf die Ritter weiter switchen. Und ja, und Ölbert hat sich dann fiesen Platz natürlich, den hat er jetzt gefunden, da oben an der Woodline. Schön auf dem Berg. Ich meine, da die Felder, die Woodline, alles massiv bedroht. Auch dieser Skorpion wird da jetzt nicht so viel dran ändern. Wobei er hat da ein bisschen was liegen lassen. Also es sind jetzt nur noch 17 Archer. Und er hat zu Hause, muss da jetzt erstmal die Kamelreiter loswerden. Allerdings hat er dafür 6 Ritter gebaut und 5 davon. 4 schickt er gerade nach vorne. Und die defensive Castle kommt auch. Guck mal, ich glaube, er will sich da auf jeden Fall die 2 extra Goldspots sichern, weil er weiß, da könnte man vielleicht nochmal so einen Stich setzen. Mhm. Aber dem schiebt er jetzt einfach einen Riegel vor, baut dann eine Burg hin und ja, genau richtig. Schön, dass Jonathan überall nachgewallt hat und jetzt nicht mehr so wirklich komplett offen ist. Jonathan auch mit einer Defensiv-Castle hier, die auch nicht schlecht sitzt. Aber die nicht seine ganze Base auf jeden Fall abdecken wird. Und Ölbert will jetzt natürlich rein. Jonathan auch wieder vorne von den Wills her. Ja. Also ich denk, Ölbert weiß natürlich auch, dass er so einen wie Jonathan gar nicht erst groß die Chance geben darf, da wieder zurück ins Spiel zu kommen. Oder sich irgendwie wieder aufzubauen und re-zu-boomen. Und der macht das aber. Also finde ich jetzt stark. Ja. Guck mal, vorhin war das TC, das erste war komplett verlassen. Jetzt die Woodline ist wieder da, die Felder werden wieder aufgebaut. Also, oh, die Quickwall saß nicht. Ölbert ist drin. Die Ritter drin. Mal gucken, was er da mitnehmen kann. Kämpft jetzt mit der einen Hälfte unterm TC. Aber die haben natürlich auch mittlerweile gut Rüstung drauf. Ja, das die kann er gut kämpfen. So ein paar Schüsse, ne? Das ist ihm eigentlich relativ egal. Der schnetzelt hier jetzt Dorfbewohner. Und damit ist Ölbert wieder gleich auf, was die Eco angeht. Die Eco-Upgrades von Jonathan gefallen mir auch leider gar nicht. Da ist noch, also bei Ölbert auch nicht perfekt, ne? Aber da fehlen noch die ganzen Ritterzeit-Upgrades in der Eco. Jetzt mit den Kamelen. Kamele kommen. Okay. Gut. Aber die kann man auch noch einigermaßen fighten zu dem Zeitpunkt in der... Ah, ist gut, sind jetzt schon einige Kamele. Aber Ölbert zieht sich ja einfach zurück zu seinen Schützen. Und da kann er es natürlich fighten, ne? Aber Jonathan riecht den Braten. Guck mal, der zieht sofort ab und sagt sich, okay, dann mach doch. Ölbert entdeckt währenddessen auch die Castle. Und ist jetzt hier langsam an sehr, sehr vielen Stellen in Jonathans Base. Also da ist schon viel Idle-Time am Start. Wenn man mal die Idle-Eco-Time anschaut bei Jonathan, das sind bald 3 Stunden. Ja, er wird jetzt eigentlich mit einem eher... Na, er verliert da seine Ritter auf jeden Fall. Und vielleicht auch noch den einen oder anderen Archer, die jetzt aber auch gerade alle so ein bisschen angeschlagen sind. Mhm. Also da nimmt er jetzt trotz, dass es nur Kamelreiter sind, nimmt Jonathan da noch einige mit. Ja, jetzt sind es halt nur noch 6 Archer. Ich meine, die nerven trotzdem, aber ja. Jonathan kommt doch zurück ins Spiel. Also das was ich gerade sagte, da muss man echt aufpassen auf so einen Spieler. Also der wird jetzt hier reboomen.
hat ja, was heißt Reboom? Der war ja schon wieder vorne, aber Ölbert ist jetzt wieder vorne, ne? Ja. Also es ist wirklich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Ja. Die Burg ist finde ich, ganz gut. Hätte vielleicht sogar auf den Hügel ein Stück gekonnt. Aber damit hat er auf jeden Fall mal wieder Gold. Und das braucht er ja wirklich dringend. Und der holt jetzt auch wieder Gold rein. Er muss halt diese blöden Archer da noch loswerden. Ich denke, das ist so das, was er sich jetzt vornehmen muss. Und was kommt als nächstes von Ölbert? Ich meine, auf der anderen Seite sind schon wieder Ritter unterwegs. 9 Stück sind's. Es kommt so eine Burg um auf einem echt schönen Punkt, um da mal so zumindest mal die Mitte zwischen den beiden Bases sich so zu sichern und auch immer mitzukriegen, was macht der andere. Also die ist gut. Und jetzt kommen da halt wieder die Ritter rein. 10 sind's übrigens. Mal gucken, wo Ölbert da jetzt als nächstes mal guckt, was er da so mitnehmen kann. Ölbert hat außerdem Imp geklickt und Jonathan ist da noch ordentlich von entfernt. Der macht jetzt ganz viele Upgrades. Also auf Dauer sehe ich es schon so, wenn der Sarazene auf eine gute Nummer an Kamelen kommt, und das könnte schon passieren auch hier, hat man als Ungarn schon auch ein Problem, wenn man nicht gerade Kaffarte spielt oder so. Aber Ölbert ist ein bisschen auf dem Timer, ne? Also wenn jetzt die Sarazenen viele Kamele kriegen, wird es schwierig für Ölbert. Ja, und Ölbert passt gerade nicht auf, der lässt sich da die Archer kaputt schießen hinten vom Skorpion. Also da ist jetzt noch einer übrig und der ist echt angekratzt. Ja. War da, glaube ich, gerade einfach mit den Rittern vorne beschäftigt. Andererseits haben die Archer echt ihren Damage schon gemacht, also. Ja, die waren, also die haben unheimlich Wert gehabt jetzt, das stimmt. Ölbert jetzt vorne auf den Feldern, da tut auch wieder weh. Kämpft natürlich unter der Burg gegen die Kamelreiter, aber er nimmt da schon ordentlich Villager mit. Ja, er merkt jetzt auf jeden Fall, er muss jetzt merken, hier sind ordentlich Kamele am Start. Vielleicht dann doch nochmal eine zweite Einheit dazu machen, wie Pikeniere oder sowas. Er baut aber einfach ungarische Husaren. Ich denke, Ölbert... Ja, wird jetzt Siege bauen und ungarische Husaren und dann mal gucken, wohin das führt. Aber die Kamele nehmen natürlich schöne Fights gegen Pferde, das ist schon gut. Allerdings sind es noch ein paar zu wenig. Aber also auch nie so, dass er den geklärt kriegt. Also auch vorhin schon mit den Archern, er nimmt viele mit. Muss dafür, also Jonathan jetzt muss dafür aber auch ordentlich was investieren. Und jetzt guck mal, da kommt schon eine ordentliche Menge an ungarischen Husaren und die schickt er halt einfach mal in die Base rein. Ja, einfach mal die rein. Die nehmen jetzt wahrscheinlich schon viele auf den Feldern mit. Ich denke, das werden wir jetzt gleich sehen, weil die Kamele stehen alle vorne. Ich weiß gar nicht, ob er das mitbekommen hat, der Jonathan, weil da bewegt sich gerade nichts. Der hat hier lauter Quickballs gesetzt, die waren auch schön. Okay. Jetzt hat er natürlich das Problem trotzdem in der Base und es ist natürlich alles Idle Time. Wenn man sich mal überlegt, wie lange Ölbert schon keinen Stress mehr in seiner Base hat, da sind wir in der Feudalzeit eigentlich. Mhm. Also das ist so der Punkt. Jonathan macht es sehr, sehr schön defensiv und verteidigt sich hier gut und boomt auch immer schön nach, aber das Spiel ist aus und... Ja, Ölbert jetzt auch vorne, guck mal da an der Burg in der Mitte kommt jetzt auch das Triburg, es kommt eine zweite Burg, also an der Stelle schon, genau. Ist das Spiel schon durch. Ja, GG euch beiden. GG. Ja, krasse Aggro, NTNT-Style, war am Start am Anfang, schöne Man-at-Arms, die Ölbert auch erstmal beschäftigt haben. Dann aber doch nicht mehr ganz in die Woodline reinkamen, dadurch, dass Ölbert da richtig wach war und schön repariert hat. Ölbert, dann hast du gedacht, lieber Archer statt die Pferde, oder war das von Anfang an dein Plan, lieber Archer zu spielen mit den Ungarn? Nee, ich habe damit gerechnet, dass er Kamele baut, hat er ja dann auch gemacht. Und dann sind meine Ritter natürlich nicht so optimal, die ungarischen. Ja. Und deswegen habe ich quasi um die Ecke gedacht und habe gesagt, okay, dann gehe ich auf Archer, vielleicht rechnet er nicht damit und bin dann irgendwie einen Zug voraus. Und ich habe noch in den Tech-Tree reingeschaut, ob die Ungarn überhaupt Archer können und... Ja, können die. Und dann, ja. Classic Early. Schönes Spiel auf jeden Fall, gut verteidigt da daheim, aber das gilt auch auf der anderen Seite für Jonathan, der hier wirklich unter großem Stress trotzdem
schön immer wieder nachgeboomt hat, meistens auch die bessere Eco hatte, beziehungsweise die höheren Villager-Anzahlen. Die Eco-Upgrades haben nicht lange Zeit auch gefehlt, leider. Ja, Jonathan, dein Plan mit den Man-at-Arms war schon mal gut. Wie hätte sich das entfalten sollen, wäre es perfekt gelaufen? Ich hatte leider nur bis dahin den Plan, dass ich eine frühe Ritterzeit mache mit dem Sarazenenmarkt. Und dann habe ich nichts draus gemacht, leider. Dann hätte ich einfach, glaube ich, erstmal mehr Militär generell produzieren sollen und nicht nur defensiv. Ich habe eigentlich nur defensiv die Siege-Anlage vorbereitet und 2-3 Plänkler, weil ich dachte, gut, ich wehre die Schützen ab und dann gucke ich mal weiter. Hab dann viel Zeit verstreichen lassen, glaube ich, dabei und wurde dann doch überwältigt von der Anzahl der Schützen. Sekunde, ich muss gucken. Okay. Ja, Öli, du hast dann echt viele Schützen gehabt und dann war zwar die Ritterzeit drin, hast du dann gedacht, ja, okay, lieber defensiv, lieber offensiv, ist ja oft so ein Punkt, wo man sich überlegen muss, gehe ich jetzt all in rein oder gehe ich lieber defensiv? Du hast dich für defensiv tendenziell entschieden, warum? Meinst du mich jetzt defensiv oder? Ja, ich meinte gerade Ölbert, weil Jonathan war ja gerade beschäftigt. Ja. Okay. Aber so defensiv war ich ja gar nicht, oder? Du bist mit den Archern ja wieder weggegangen dann. Als dann ja, mit den Archern, weil hinten die Ritter waren, ja. Ja, musste genau. Aktivieren. Da waren dann 4 oder 5 Ritter in Summe. Genau. Okay, ja, Jonathan, du hast dann die Archer irgendwie auch nie so richtig weggekriegt, ne? Die waren auch immer wieder eklig. Also das war ja dann irgendwann gar nicht mehr die Einheit, auf die der Ölbert gegangen ist. Aber die waren trotzdem immer noch am Leben die ganze Zeit. Ja, das war schade. Ich hätte einfach 3-4 Skorpione sammeln und dann attackieren sollen. Dann wäre es, glaube ich, früher erledigt und dann hätte ich auch wieder wirklich mit einer Aggression starten können, ohne mich ständig wieder ablenken zu lassen hinten. Und es hat, also ich glaube, ich habe recht viel Schaden noch vermieden, aber ich habe unglaublich viel Eco hin und her gewuchtet und unglaublich viel Idle-Zeit damit generiert. Und nochmal eine neue Woodline und noch eine neue Woodline irgendwo gestartet. Das war schon ziemlich viel. Und einfach, ich gucke gerade auf die Timeline, ich habe ja nie Militär gehabt gefühlt. Das ist ja immer nur so ein Faden. Genau. Also die Nummern waren richtig krass dann zu einem gewissen Zeitpunkt. Also außerhalb von der Feudalzeit war auch dann wenig Schaden bei Ölbert da. Aber wie gesagt, dieses Umziehen und Eco am Leben halten, hast du wirklich stark drauf. Also dich zu zerstören, da braucht man einen langen Atem. Und dann hat es wirklich am Ende Imp gebraucht für Ölbert, damit er da wirklich einen Sargnagel noch reinkriegt. Stark verteidigt auf jeden Fall. Ja, Jonathan, wir sind ja noch nicht am Ende. Es ist hier noch alles möglich und ja, es gibt noch Minimum ein Spiel, vielleicht sogar zwei. Wo möchtest du denn gerne einen Ausgleich schaffen? Welche Map möchtest du spielen? Was gibt's denn? Es gibt noch Tal, es gibt noch Versteck, es gibt Mongolei. Arena, Coast to Mountains und Land Madness gibt's auch noch. Ich glaube, ich spiele mal Coast to Mountains. Ich habe das noch nie gespielt hier im Turnier. Okay. Dann Coast to Mountains mit einer Zivilisation? Nö, zufällig. Zufällig und Ölbert? Ich glaube auch auf zufällig. Auch auf zufällig. Okay. Coast to Mountains auf zufällig. Beide sehr, sehr mutig, weil Coast to Mountains kann ganz schön einseitig werden, wenn man da eine gute Civ hat. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Und wirklich, wirklich schönes Spiel von euch beiden. Der Chat war auch höchst begeistert von eurer Leistung. Und ich freue mich natürlich jetzt auf das nächste Game von euch. Viel Spaß euch. Danke. Viel Erfolg. Ja, also Veganer schreibt sie jetzt auch nochmal. Öli, kein Plan, aber über 1 Minute Idle Time in Dark Age und trotzdem noch OP. Also funktioniert Capture Age für Spieler wie Ölbert überhaupt? Kann man darüber. Ich finde es schwierig, da was abzuleiten, wenn man dann so ein Ergebnis sieht. Aber Jonathan am Anfang auf jeden Fall am Drücker. Ölbert hat halt unheimlich, wie soll man sagen, unheimlich harte Nerven, wenn es um gegnerische Einheiten in der eigenen Base geht. Also ich finde immer stark, wie lange der das aushält und wie lange der da einfach versucht, mit Villagern und TCs und sowas zu arbeiten, bevor der wirklich mal, ja, also hat man jetzt auch gesehen, der schickt halt keine Einheiten dahin, der versucht so zu managen und die Einheiten stehen dann lieber in der gegnerischen Base. Ja, das ist richtig. Ja, also der schaut lieber, dass er das einigermaßen gewollt kriegt daheim und lieber selber Stress macht, ne? Lieber den Gegner nochmal überfordern. Ja.
Ja, klar, schon sehr stark. Finde ich jetzt interessant, den Map-Pick von Jonathan, weil er, habe ich das jetzt richtig verstanden, hat er die noch gar nicht gespielt oder nur hier im Turnier noch nicht gespielt? Der hatte hier im Turnier noch nicht gespielt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das mit seinen Kollegen geübt hat, wie Coast to Mountains geht. Aber Coast to Mountains, ja gut, ich meine, hat man vielleicht noch so die Chance, dass man sich denkt, ja, vielleicht kommt der Gegner dann, muss auch erstmal sich orientieren, muss auch erstmal ein TC platzieren, muss sich vielleicht auch mit Wasser beschäftigen, je nachdem. Könnte natürlich so ein Game Changer sein, den man da einsetzen kann mit so einer Map. Ja, ich bin gespannt, wie er da drauf am Start ist auf der Map. Also Jonathan haben wir auch schon sehr stark auf vier Seen gesehen. Also ich denke mir, dass er da auch sehr, sehr gut mit so Hybrid-Maps umgehen kann. Auf der anderen Seite ist es bei Ölbert auch so. Also der ist auch sehr, sehr starker Hybrid-Map-Spieler, der viele Dinge gleichzeitig macht. Dann hast du auf Wasser plötzlich Feuergalernen in deiner Eco, auf der anderen Seite sind Scouts irgendwo, keine Ahnung. Also der ist einfach auch sehr, sehr schnell und multitaskingfähig und ich glaube, das wird auch ein interessantes Match, weil bei Jonathan, da glaube ich, der steht ihm in nichts nach, was das angeht. Wenn ich da das Spiel gegen Zipsi denke von Jonathan auf vier Seen zum Beispiel, fand ich das auch super beeindruckend, wie er das gespielt hat, der Jonathan. Also auch was die Einheitenkompositionen angeht, da waren viele, viele interessante Sachen dabei, die der schon gespielt hat. Also. Mhm. Ja. Und man hat halt gerade auch gesehen, der hängt jetzt nicht da an einem TC oder so. Der baut auch mal schnell um, wenn es sein muss. Verlagert seine Eco in irgendwie außerhalb der Base oder so. Also das könnte auf so einer Karte natürlich schon ein guter Vorteil sein. Aber ja, wie du natürlich auch gesagt hast, Ölbert ist jetzt nicht so, als könnte Ölbert sowas nicht. Ich mache gerade komische Geräusche, weil Ölbert hat zufällig die Japaner auf der Map hier bekommen. Und ich würde behaupten, dass Japaner mit die stärkste Sif, wenn nicht sogar die stärkste Sif auf Coast to Mountains sind. Also der Fischboom der Japaner. Uiuiuiui. Ich meine, Inder sind ein nettes Volk. aber. Ich mache mir schon Sorgen, sag ich mal. Also der Sif-Vorteil ist ganz, ganz klar bei Ölbert an der Stelle. Ja, vegane Mayonnaise sagt schon, also Schorfisch gibt es natürlich auch. Man könnte hier mit den Villagern auch Schorfisch holen oder so. Aber ja, es ist auch nicht so wirklich das Schnellste aller Zeiten. Allerdings hat Jonathan genau das gemacht. Der ist hier mit zwei Villagern schon am Schorfischen, hat hier den Hafen gebaut und da kommt es natürlich ihm sehr, sehr zugute, dass er dass man jetzt mit den Villagern auch am Dock abgeben kann. Ah, Hertie wieder mit den japanischen Geräuschen. Ikimas, Gatemas, Hayoshimas, Hi. Die üblichen Sachen, die man halt so hat. Ikimas müsste sowas wie Lass losgehen heißen. Hi heißt ja. Beim Rest weiß ich es nicht. Das ist mein Japanisch zu schlecht. Ja, aber trotzdem noch besser als meins. was er jetzt, also ich gucke mir gerade an, Ölbert platziert sein TC so richtig schön an der Woodline, nimmt da noch ein bisschen Stein mit und Jonathan setzt das einfach mal so mitten rein, hat er jetzt viel, viel Nahrung rund um sein TC. Mhm, baut ein Lumbercamp dafür. Ja. Also es ist nicht ganz so exposed, finde ich. Also ist ganz gut. Man könnte das auch gut bis zum TC wallen und oben auch zumachen. Dann ist auch das Lumbercamp einigermaßen safe. Also finde ich nicht schlecht. Aber ich habe schon wieder nicht den Small Trees Mod angemacht in der Pause. Verdammt. Naja, sieht auch so schön aus, ne? Für den Casting-Vibe ist es doch ganz nett. Ich finde es auch ganz gut, dass bei Capture Age jetzt, je weiter man weggeht, das Geländegitter verschwindet. Also man sieht es jetzt quasi kaum. Und wenn ich ranzoome, wird es immer sichtbarer.
Und man sieht dann, wenn man nahe rangeht, auch wirklich, ist da richtig gebaut. Ah, ist das auch neu jetzt oder hast du das irgendwo die Einstellung gefunden? Das ist jetzt neu, das ist automatisch beim Ranzoomen. Okay. Aus der Statistikecke, Inder bisher mit 25% Winrate, Japaner mit 24% Winrate. Sind es die schlechtesten Völker, die momentan noch übrig sind? Ich glaube schon, oder? Also... Inder mega OP auf Afrika-Lichtung gerade, okay. Hilft hier, glaube ich, nicht. Rübert holt sich das nächste Wildschwein, in dem Fall im Gewand eines Elefanten und das DC. Und hat jetzt gerade seine Holzarbeiter ins TC reingemacht, mit dem TC das Wildschwein, in diesem Falle einem Elefanten, angeschossen. Und hat jetzt einfach geswitcht von den Leuten, die auf dem Elefanten waren. Die sind jetzt plötzlich Holzarbeiter und die anderen machen jetzt den Elefanten. Das ist auch gut, wenn im Königreich mal so ein bisschen Abwechslung ist, ne? Also wenn man so Fließbandarbeiter im Reich von so einem Herrscher ist, der einfach immer nur dasselbe von einem will. Immer Holzfällen. Wo ist die Abwechslung? Vielleicht ist das auch der Grund, warum die hohe Idle-Time von Ölbert in der Dark Age eigentlich nie eine Auswirkung hat. Einfach weil seine Leute motivierter sind. Ja, ja, ganz klassisch eigentlich hat Henry Ford, glaube ich, damals schon entdeckt. Ne? Diese Fließbandarbeit ist nicht gut für die menschliche Motivation und auch für die Leistung. Mhm. Ich glaube, der war der Erste, der halt die immer hat weiterziehen lassen. Also jeder hat irgendwie alles mal gemacht. Ja. Und Öbert setzt es hier um und anscheinend berücksichtigt das Spiel das. Also so komplex ist Age of Empires. Ja, Öli mit relativ wenig Idle Time aber in dem Spiel und das macht ihn natürlich jetzt nicht weniger gefährlich. Zweiter Hafen kommt von beiden, Ölbert aber schon in die nächste Zeit geklickt, während bei Jonathan die Feudalzeit jetzt reinkommt. Und ja, schnellere Feudalzeit heißt schnellere Aggro auf See und könnte mir vorstellen, dass Ölbert schon auch ein Interesse daran hat, hier seinen japanischen Fischboom durchziehen zu können. Von daher erwarte ich hier auf jeden Fall Aggressionen aus zwei Docks von ihm. So verliert er zu wenig Idle Time. Ja, das ist er nicht gewohnt. Er weiß dann nicht, was er mit den Ressourcen anfangen soll. Uiuiui, was tue ich denn jetzt mit den ganzen Leuten, die ich hier habe, mit den ganzen... Ach ja, was haben wir denn hier alles? Gold, dann, Nahrung, alles Mögliche. Ja, dann sinkt der Stresspegel, dann macht man so Flüchtigkeitsfehler, weil man nicht voll bei der Sache ist. Und Ölbert ist jetzt zwar in der nächsten Zeit, hat aber nicht genug Holz. Weil er gerade hier noch eine Kaserne gebaut hat. Und deswegen noch keine Feuergalerien, erst eine. Na, die zweite kommt jetzt auch, okay. Also er hat schon den Vorteil der schnelleren Feuergalerien, also die schneller draußen sind bei ihm. Drittes Dock allerdings von Jonathan. Vielleicht will er hier wirklich all-in auch auf Wasser gehen. Beide mit 5 Fishing Ship momentan. Und Jonathan, der riecht den Braten schon und zieht hier seine Fischerei einfach mal ein bisschen mehr in die Ecke, damit die nicht gleich unter Beschuss geraten. Und auch da kommen Feuergalerien raus. Momentan nur 2 aus den 3 Häfen, vielleicht mit mehr Holz dann gleich noch mehr. Ölbert allerdings auch schon mit dem Holzfäller-Upgrade gleich drauf, auch mit ein bisschen mehr Nahrung auf der hohen Kante. Ich frage mich gerade, ob Ölbert vielleicht sogar noch auf Scouts zusätzlich geht oder ob er Richtung Ritterzeit denkt. Er macht auf jeden Fall Schubkarre jetzt. Also schauen wir mal, was passiert. Feuergalären von Ölbert sind auf jeden Fall am Start, spotten das erste Schiffchen und Jonathan zieht das schlauerweise weg von seiner restlichen Flotte. Und schützt so ein bisschen seine Flotte. Ölbert jetzt mit dem First Hit auf. Ja, vielleicht noch ganz interessant. Ich habe mir gerade mal angeguckt, was haben die beiden eigentlich so gescoutet. Ölbert kennt fast die ganze Karte und weiß, wo das TC von Jonathan steht. Jonathan kennt eigentlich nur erstmal seine eigene rechte Hälfte. Der weiß nicht, wo Ölbert ist und der weiß auch nicht, wo die Häfen sind. Es sei denn, das hat er jetzt gefunden. Doch, die hat er jetzt gerade gefunden, aber der wusste die ganze Zeit über nicht, wo Ölbert eigentlich ist und der weiß auch immer noch nicht, wo das CC ist.
Jetzt 4 Fire Galleys. Oh, Ölbert könnte hier eigentlich einen guten Fight nehmen. Hat's aber nicht getan. Und zieht sich jetzt zurück. Da kommen mehr Fire Galleys. Also es gibt hier... Oh, Sprengflöße werden auch gebaut. Auf der anderen Seite auch Sprengflöße. Also wir sehen hier komplett gleich von den Numbers her einen Full-Out-Waterfight. Allerdings erstes Sprengfloß gerade an ein Fischerboot. Und das hat es nicht mehr gekillt, ne? Weil es ist ein japanisches... Nee, das richtig, hatte noch die Hälfte an Leben. Das heißt, da musst du dann das zweite Sprengfloß auch noch mitarbeiten. So, dadurch hat er jetzt noch 5. eins. Und jetzt, oh, das ist ein schönes Sprengfloß. Ja, schöner Schaden, aber von Ölbert kommen jetzt auch 2 Sprengflöße rein. Oh, das ist ein super Fight für Ölbert. Wasser sieht sehr gut aus für Ölbert jetzt an der Stelle. Beide All-In auf Wasser. Und Jonathan mit der besseren Eco hinten dran. Zumindest was die Zahlen angeht. Allerdings verliert er jetzt natürlich schnell die Fights hier gegen die übrig gebliebenen Feuergalären von Ölbert, der jetzt auch die 2 Angeschlagenen zum Reparieren nach hinten schickt und jetzt schaut, dass er die Fischerboote von Jonathan erwischt. Mhm. Und das tut Jonathan, glaube ich, jetzt echt weh, weil der hat ansonsten überhaupt kein Food-Income. Der geht da oben in seiner von seinem TC aus nur auf Holz, Steine, Gold. Das war jetzt das Einzige, wo er sich das holen konnte. Ölbert währenddessen, der hat schon weitergedacht, der hat sich auch schon mal Felder dazu gebaut. Ja. Und breitet sich gerade so ein bisschen da auf der Karte aus. Jonathan hat währenddessen seine Schiffe, die er noch eingequeued hatte, ausgequeued. Hat keinen Dorfbewohner mehr erschaffen. Baut jetzt 2 Gebäude aus der Feudalzeit. Und geht in die Ritterzeit. Währenddessen hat Ölbert geklickt. Also Ölbert jetzt schon mit der besser ausbalancierten Eco, weil Jonathan wirklich halt einfach 0 auf Nahrung hat momentan. Ja, genau. Der muss jetzt halt erstmal sich die Felder holen. Muss gucken, dass er dafür jetzt natürlich viel Holz ausgibt. Baut er so nach und nach die Felder. Er hätte halt noch jede Menge da rumstehen. Aber ist natürlich die Frage, will man jetzt so weit aus seiner Base raus und riskieren, dass Ölbert einen da sieht? Dann ist man da an den Pferden verliert oder an den Zebras, verliert dann vielleicht auch wieder 5, 6 Villager. Also der Druck ist jetzt da für Jonathan. Der muss da so schnell wie möglich irgendwie Nahrung reinkriegen, weil die Häfen kann er zum jetzigen Zeitpunkt einfach mal vergessen. Mhm. Denke ich auch. Ja, Zipsi, vielen Dank für dein Abo. Habe ich noch gar nicht gesagt, zwischenrein. Vielen Dank. Für 3 Monate jetzt schon am laufenden Band. Sehr, sehr nett. Ölbert mit 2 Stellen. Macht Zuchtauswahl. Hat ein Defensiv-Upgrade schon drauf, ist jetzt gleich in der Ritterzeit und hat auch die Eco, um aus Stellen zu produzieren. Also ich schätze mal, da werden Ritter rauskommen. Und er erhöht auch seine Flotte auf See. Ja, also Wasser wird er ihm jetzt, glaube ich, nicht mehr gönnen, so wie das aussieht. Der wird sich da jetzt natürlich drauf bewegen, gucken, dass da bloß keine Häfen mehr nachkommen. Und ich glaube, Jonathan hat Wasser auch eigentlich aufgegeben. Der guckt, dass er oben dann, wie gesagt, die Farms immer noch weiter ausbaut. Von ihm kommt jetzt die Schießanlage. Mhm. Weiß nicht, vielleicht, weil er sich denkt, ja, das ist das Einzige, was ich mir jetzt gerade gut leisten kann. Wobei der gibt gerade alles, der muss gerade alles raushauen, was er an Ressourcen hat. Mhm. Und die Ritter sind eingequeued und die ersten sind auch schon unterwegs. Da kommen schon 3, ja, die losziehen, um da mal anzuklopfen. Also ich meine, es ist ein schlauer Move, auf jeden Fall mal was zu bauen, Army zu haben. Mhm. Und er hat wirklich, wie du sagst, halt Holz und Gold auf der hohen Kante und Nahrung momentan noch nicht so viel. Aber als Inder willst du jetzt auch nicht unbedingt auf Armbrustschützen gehen. Allerdings auch nicht so schlimm, in der Ritterzeit Armbrustschützen als Inder zu bauen. Also, das passt schon. Ja. Ölbert klopft jetzt mit den Rittern erstmal an. Und ja, das kann man ganz gut wallen da oben. Ja, macht er auch jetzt eigentlich ganz gut, direkt erstmal nachwallen. Also das Haus gibt er auf. Aber
ja, baut da mit Häusern und einer Palisade nochmal weiter zu. Das heißt, Öbert ist da jetzt gleich erstmal mitten im Nichts. Und die ersten Armbrustschützen kommen da raus. Er macht auch unten zu, sodass er da nicht überrascht werden kann. Das heißt, jetzt gerade ist der einzige Weg in seine Base dann über das TC. Da kann er ganz gut kämpfen. Dann es kommen auch Speerkämpfer mit dazu. Jetzt bin ich gespannt, was macht Jonathan? Geht er mit den Speerkämpfern, mit den Archern vor? Es sieht fast so aus. Also ich glaube, er will sich damit nicht nur verteidigen. Vielleicht auch mal gucken, ob er nicht das Ganze so ein bisschen zu Öbert bringen kann, den Kampf. Das Öbert auch, da oben auch eigentlich so ein bisschen eingesperrt mit seinen drei Rittern. Mhm. Ja, was mir gut gefällt von Ölbert an der Stelle, er macht jetzt in Ruhe seine Eco-Upgrades, er hat auch ein paar Felder gebaut, zusätzlich zur Fisch-Eco, die natürlich auch nicht unendlich lang super perfekt funktionieren wird. Und er baut natürlich hier ein weiteres Dorfzentrum, das ihm auf jeden Fall auf Dauer einen Vorteil gibt, was das Boomen angeht, zusätzlich zu dem Fischboom, den er sowieso am Laufen hat. Ja, da muss auf jeden Fall jetzt langsam Damage kommen. Und Öbert hat schon auch eine verwundbare Stelle vorne am Gold. Hat zwar noch Gold hinten dran, aber da könnten jetzt mal ein paar Einheiten sterben, wenn Jonathan hier gut am Start ist und Öbert nicht reagieren sollte. Öbert zieht die Villager noch nicht nach hinten. Da sterben. Eins, da schön was mit. Zwei, ja. Na, bisher noch gar nicht so viele. Die Reaktion ist auch nicht da von Öbert. Jetzt erst. Also drei Villager verloren. Währenddessen Ölbert auch am Anklopfen bei Jonathan weiterhin. Der aber hier schön klein eingewallt ist, Ölbert-Style. Mhm, und auch gut nachrepariert. Jetzt auch direkt einquartiert kämpft mit dem TC. Ja, verliert er jetzt gerade auch erstmal keine Villager und Ölbert muss wieder raus. Ja, oder er geht halt jetzt hinten rein. Ah, okay, er entscheidet. Er hätte jetzt gerade mit den Rittern quasi einfach hier hinten rein können in die Eco oben, wo dann Holzfällerlage ja. Und ein Co. ist mit den zwei Rittern, wäre schon gut gewesen. Aber ja, ich glaube, da war ich jetzt noch 2-3 Sekunden vor. Ich habe jetzt nochmal kurz pausiert. Interessant ist jetzt, dass Jonathan da oben dieses Palisadentor gelöscht hat. Nimmt da jetzt noch die Ritter mit ein bisschen Micro. Ja, wobei, die könnten das clearen, ja. Die holen sich auch die Speerkämpfer. Ölbert hat auch plus 2 drauf. Also das ist ein Fight, den Schade. Die Ritter deutlich gewinnen. Vor allem auch, weil Jonathan kein Defensiv-Upgrade auf den Archon drauf hat. Was war denn hier los? Ja, da war ein Rowdy. Ich weiß auch nicht. Der hat geschrieben, Hals, Maul. Und ich habe keine Ahnung gehabt, warum. Deswegen habe ich ihn einfach mal gesperrt für meinen Kanal. So, da sind wir doch wieder. Hallo. Ja, wir haben nicht viel verpasst. Kurz nachdem der Stream abgekackt ist, kam hier tatsächlich das GG rein. Deswegen, ja, Ölbert hat hier gut gescoutet mit den Außenposten, wo hier Aktionen stattfinden, hat das TC gespottet. Ja, und da ist das GG und Ölbert macht hier zum Abschluss noch ein 2-0. GG. Okay. GG. Frage an Jonathan. Also erstmal Glückwunsch zu den zwei sehr guten Spielen. Aber im Ladebildschirm, als du gesehen hast, Inder gegen Japaner, warst du da ein bisschen genervt oder hast du gedacht, ach, probiere ich jetzt halt einfach mal? Ach, also ich denke mir immer so, dass die Sith-Matchup ist, also schon wichtig so, aber ich denke halt,
Das ist jetzt nicht so das Wichtigste ist auf unserem Level irgendwie. Aber ja, ist schon, glaube ich, fies. Ich dachte, ich gehe einfach auf Wasser, versuche es mit drei Docks, versuche dann dagegen zu halten. Mhm. Hab die leider dann nicht alle mit Produktion versorgen können, ressourcenmäßig. Dann hat das leider nicht gereicht. Und dann dachte ich, okay, das wird schwierig insgesamt. Ja, wir haben auch dann schon gedacht, so, okay, du machst einen schlauen Move, machst keine Dorfbewohner mehr, du hast gerade keine Food-Eco, gehst in die Ritterzeit. Schlauer Move, du gehst auf die Archer, weil du eigentlich keine anderen Ressourcen hast. Also hast alles aufs Blatt, aufs Feld gebracht, was du nur noch machen konntest. Aber Ölbert hat halt einfach diese Außenposten gebaut. Ja, der hat's gesehen, ja. Nice. Ja, also schön gespielt. Oh, sorry. Ja, sag's. Ich rede die ganze Zeit, redet lieber ihr. Ich glaube, Ölbert hatte ein krass gutes Scouting auch im Vergleich zu mir. Ich habe ja ständig das erste Kamel habe ich im TC erwischt, aber er ist ja ständig da auch bei mir in der Gegend rumgehuscht. Und ich habe, dadurch, dass ich meinen Scout immer so über den Idle Military Button benutze am Anfang, der bei den Kamelen nicht funktioniert, ist es dann einfach so im Kopf, ja, ist eigentlich wichtig, aber mach jetzt andere Sachen. Und dann habe ich, glaube ich, sehr spät erst einfach mal was in seine Richtung auch geschickt. Das war recht schlecht auch noch. Ja, Ölbert, wie war es aus deiner Sicht? Du hast dich über Japaner wahrscheinlich erstmal gefreut, oder? Ja, ich habe mich erstmal entschuldigt. Stimmt. Dieses, also als Japaner in der ist auch übel. Das ist, ja. Auf jeden Fall. Ja, ist halt zufällig, keine Ahnung. Ist halt üble Sith-Matchup, aber. Nee, aber ich habe es ihm vorhin auch schon gesagt, er hat es richtig gespielt oder den richtigen Ansatz gehabt auf dem Wasser mit drei Docks. Ja. Und ich hatte nur zwei und wenn er da aus drei durchproduziert, bevor ich mein drittes hochkriege, gewinnt er Wasser in der Regel. Ich hatte dann, glaube ich, zwei gute, wie heißen die, Explosionsschiffe. Ja, Sprengflöße, genau. Da reinbekommen und dann. Ja, also ja, Veganer schreibt gerade auf. Für mich gewinnen und dann ist mit Japan uns ja. sehr schwer für den anderen zurückzukommen. Oh. Veganer schreibt es gerade auch, die zwei Brander waren spielentscheidend. Also ich denke auch, dass es sehr, sehr wichtig war. Jonathan hat da einen Brander an einen Tank, die japanisches Fischerboot verloren. Das hat es einfach so genommen. Das war fies. Da dachte ich auch, oh nö, das sollte anders gehen. Ja, und dann steht es einfach noch da, so. Aha. Also bei uns in der japanischen See gibt es krasseres als Sprengflöße. Also, war natürlich schade, dass da der Damage nicht ganz da war. Ansonsten war das nämlich ein super, super ähnlicher Fall. Ihr habt genau dasselbe produziert, aber wirklich diese zwei Brander haben den Unterschied gemacht. Und dann fand ich es auch die richtige Aktion von Jonathan eigentlich dann auch nicht weiter auf Wasser zu committen, wobei natürlich der Switch dann auf Land-only immer schwierig ist, ne, wenn der andere Wasser hat. Also ich hätte versucht, auf Wasser zurückzukommen, weil ich hatte fünf Feuerschiffe, aber die waren alle low. Also mit zwei Feuerschiffen hättest du die alle weggemacht tatsächlich. Wenn du nochmal zwei rausgeballert hättest. Aber das weißt du in dem Moment auch nicht. Und ja, andererseits hast du halt die auch repariert, ne? Du hast die ja zurückgeschickt und dann repariert und so. Also du wusstest ja auch, wo deine Schwäche ist, Ölbert. Hast dann gleich reagiert, richtig. Also schon schwierig, diesen Ölbert zu bezwingen. Ja, Ölbert, Glückwunsch zum Sieg in der ersten Phase. Dankeschön. Sehr, sehr stark gespielt. Du hast kein Matchup verloren. Insgesamt, glaube ich, auch nur drei Spiele verloren insgesamt in dem ganzen Turnier bisher. Das ist eine sehr starke Performance. Und wir haben jetzt auch bis zu Platz, lasst mich kurz rechnen, bis zu Platz 14 eigentlich schon die Abschlusstabelle, was oben angeht. Also da passiert nicht mehr wirklich was, wenn ich nicht mich stark verschaut habe. Ölbert auf Platz 1 mit 24 Punkten. Dingo Dynamite auf Platz 2 mit 20 Punkten. Horus auf Platz 3 mit 19 Punkten. Dingo Ingo auf Platz 4 mit 18 Punkten. Jonathan, Glückwunsch zum 5. Platz mit 17 Punkten. Dahinter Lestrüm mit 16 Punkten. Ebenfalls mit 16 Punkten. Also der Unterschied ist hier, Lestrüm hat gegen zwei Punktgleiche gewonnen. Das bin ich und das ist der Mobi. Elomis, also ich, habe gegen Mobi gewonnen. Deswegen habe ich da auch nochmal einen Tiebreaker
mehr am Start. Tatsächlich hat durch den Sieg von Ölbert über Jonathan jetzt Mobi sich auch den Platz vor vegane Mayonnaise gesichert, wo der einzige Unterschied ein Buchholzpunkt ist. Also das ist schon sauknapp. Das ist, glaube ich, die knappste Geschichte, die wir in der Tabelle haben. Dann SCP in den Top 10, ja, mit 15 Punkten. Knapp dahinter Umi, der gegen SCP verloren hatte, auch mit 15 Punkten. Zipsi mit 14 Punkten auf 12 und Lederpustik auf 13, ebenfalls mit 14 Punkten. Wie AOE euer Jürgen auch. Zipsi hier vorne dran, trotz schlechterem Buchholzwert wie die beiden anderen. Nee, das stimmt nicht. AOE euer Jürgen hat einen schlechteren, aber Lederpustik hätte einen besseren, hat aber gegen Zipsi verloren, deswegen ist er hinten dran. Ja, und dann entscheidet sich jetzt eben noch, ob Marty wird 16. Weil entweder M-Magic oder Sogeking an ihm vorbeiziehen werden. Bedeutet, es geht gerade noch um den 15. Platz, den letzten Platz in der oberen Tabellenhälfte. Und das sehen wir morgen als letztes Match tatsächlich. 18.30 Uhr Gobot gegen T-Dog und danach Sogeking gegen M-Magic, die sich um den 15. Platz in der Tabelle streiten. Hi. Magic hat ja 12 Punkte, hätte der dann nicht... Moment, habe ich mich da verschaut? Oh, der kann auch richtig weit nach oben. Stimmt, der kann auch richtig weit nach oben. Der hat 15, könnte 15 Punkte machen. Das heißt, der könnte noch bis zum 11. Also dann ist es wahrscheinlich nur... Ich glaube, der hat gegen SCP schon gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, 11. Platz bis zum 10. Also Top 10 ist dann safe. Okay, bis zu Top 10 ist quasi... das Turnier abgeschlossen. So, das ist die Top 10 unseres Turnierbaums. Ja, nice. Vegane, also ich hätte natürlich, ein Showmatch ist auf jeden Fall drin, aber vielleicht werdet ihr ja sowieso nochmal aufeinandertreffen im weiteren Turnierverlauf. Haben die eigentlich schon gegeneinander gespielt? Bei Dobbys Turnier haben die gegeneinander gespielt, aber in unserem Turnier jetzt hier nicht, im Rocket Cup. Die sind jetzt wirklich nur einen Buchholzpunkt auseinander. Also denkbar knapp. Ja. Jedenfalls 2-1 für Mobi. Ja, also Mobi hatte da auch die Nase vorn. Von daher ist es vielleicht auch ganz okay, dass der jetzt da diesen einen Platz vorne ist. Okay. Ja, was findet ihr? Findet ihr irgendwen sehr, sehr überraschend? Was findet ihr überraschend, was da von der Platzierung jetzt in den Top 10 drin ist? Aus eurer Sicht. Wer hat gut performt? Wer soll die Frage beantworten? Alle. Wer Lust hat. Oder der Chat. Ach so, nee, ich dachte ihr jetzt so. Ach wir. Also Jonathan natürlich, ich glaube, davor hast du noch nicht bei unserem Turnier mitgemacht, gell? Aus dem Nichts kommend in die Top 10, mit Chancen auf Platz 2 natürlich sehr gut. Ich würde von den Top 10 jetzt mal ganz unten anfangen. Ich finde, Sascha ist so, das tut mir jetzt leid für alle anderen, für die neun anderen, aber Sascha, ich gucke unheimlich gern diese Spiele von ihm, weil Sascha ist einfach sowas von unkonventionell und sowas von der Chaos-Spieler. Also im letzten Spiel jetzt von ihm hat man das ja auch wieder gesehen, da kommen Dinger, ja, und der kriegt sowieso ja immer seine Castle hoch, das ist das Unfassbare an der ganzen Sache. Irgendwo steht immer eine Sascha Offensiv-Castle am Ende des Spiels. Und ich mag einfach, Sascha, ich mag einfach, wie du spielst. Das ist echt klasse. Das macht sowas von Spaß, sich die Sachen anzugucken. Und ich glaube, dass dieser Spieltag dann mit Herti gegen Sascha auch aufgehört hat, unter anderem, war einfach, das musste so kommen. Das gehörte einfach zum Turnier dazu. Ja, ich finde es auch richtig, richtig stark, zum Beispiel, dass Manu da tatsächlich auf Platz 3 momentan ist und jetzt auch Jonathan und Lestrüm zum Beispiel besiegt hat, die ja auch super stark sind. Also das unterstreicht auf jeden Fall nochmal Manus Stärke.
Den hatte ich nicht ganz so krass auf dem Zettel, aber der hat sich hier wirklich sehr, sehr, sehr souverän gegen Leute durchgesetzt, wo ich dachte, da wird er vielleicht echt Probleme kriegen. Fand ich auch eine super starke Leistung, die er abgeliefert hat. Ja, und vegane Mayonnaise, der hat auch eine krasse Performance übers Turnier hinweg geliefert. Also, dass der in den Top 10 landet, hatte ich auch, glaube ich, in meiner Prediction nicht dabei. Da war der, glaube ich, bei mir eher so auf Platz 14 oder sowas gesetzt. Also vegane auch aus meiner Sicht eine super Performance gehabt. Ja, und Dingo Ingo auch. Also Team Spezi insgesamt mit einer sehr, sehr guten Performance am Start. Dingo Ingo hier auf Platz 4 ist auch saustark gewesen, ne? Also muss man auch echt mal anerkennen. Also richtig viele starke Spieler da oben drin. Aber ich finde, es gibt so manche Platzierungen, die stechen so ein bisschen raus. Und ich finde, Dingo Ingo auf Platz 4 ist auch krass. Und ja, was den Unterhaltungswert angeht und wie sich Sascha natürlich wieder präsentiert hat in dem Spiel, in dem Turnier bisher, auch bockstark. Also das ist wirklich einer, mit dem man rechnen muss. Der fuckt einen ab. Ja. Ich kann für den NTN-Tickler natürlich noch sagen, dass... Ja. Sich rausgestellt hat, dass Umi eine richtig gute Neuverpflichtung ist. Der hat sich da ja gegen Zipsi und AOE euer Jürgen indirekt durchgesetzt. Ja, auf ja, seinen ja. elften Platz. Wenn das denn so bleibt noch, ich weiß gar nicht genau. Bei kann denen. Sich nicht ändern. Ja. Genau, der hat sich auf jeden Fall einen festen Platz ergattert. Bei den anderen beiden muss man noch gucken, wie das weitergeht. Es darf nur 3 geben, oder wie? Wir spielen nur 3-3, 4-4 ist sonst zu kompliziert. Okay. ja, also finde ich auch stark. Hatte man auch gar nicht so auf dem Zettel, wenn man so den bisschen mal runterwandern lässt, den Blick. Umi auf Platz 11, richtig, richtig stark. Dafür auch, dass er laut eigener Aussage auch nicht viel spielen konnte. Der hat nach wie vor was drauf, ne? Also der flog so ein bisschen unterm Radar von vielen und der ist jetzt einfach Platz 11. Richtig gutes Ding. Also, nice, nice, nice. Ja, schönes Ding bisher. Ich freue mich wirklich noch auf die letzten Spiele und auf die Schlusstabelle. Und morgen Abend nehmen sich bitte alle Zeit. Um 21 Uhr circa geht's los mit der Teamwahl und ein paar Statistiken, wo wir mal noch, ja, die Spieler so ein bisschen vorstellen, wer denn gerade in einem Turnier gute Leistungen gebracht hat, wer überperformt hat, wer vielleicht hinter seiner Leistung zurückgeblieben ist, auch so ein bisschen, mal ein bisschen die Wunde öffnen und Salz reinstreuen, so. Wir schauen natürlich viel auf die positiven Seiten und insgesamt haben viele eine super Entwicklung durchgemacht. Deswegen einfach mal interessant, auch wenn man dann sich einen Teampartner auswählt morgen, da vielleicht noch ein paar Hintergrundinfos zu kriegen. Ja, und dann freue ich mich natürlich auf die nächste Phase, ey. Mal gucken, wie die dann so läuft, die nächste Phase. Jürgen wackelt, das sehe ich schon auch so, sagt Zipsi. Ja, sehr gut, er wird schon am Stuhl gesägt, wunderbar. Marek auf Platz 20 findet vegane Mayonnaise stark. Mhm. Das stimmt. Hat er auch richtig gut gemacht. Tama auf Platz 21 hat sich auch gut geschlagen. Also gibt sehr, sehr viele Leute, die eine saugute, starke Entwicklung gemacht haben. Gefällt mir. Gefällt mir. Das wird nur spannender in der nächsten Phase. Okay. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute. Und wir uns. Danke, Marti, fürs Mitcasten noch. Danke an Tama von vorhin auch. Und ja, danke an euch für die schönen Spiele. Danke fürs Zuschauen. Und habt ihr irgendeinen Vorschlag, wen wir denn raiden könnten? Habt ihr da irgendjemand im Blick momentan? Wer ist denn gerade so online? Mal kurz gucken. Ich schau auch mal noch rein. Wen haben wir denn da? Larifari wäre. Ja, Lari. Online. Ja, schön. Was wird er dagegen tun? Ja, dann gehen wir zu Lari, oder? Ja. Lari. Ja, let's go. Lass Lari schöne Grüße da und wir sehen uns morgen wieder beim Rocket Cup um 18.30 Uhr. Ja, habt einen schönen Abend, genießt den Sonntag und bis bald. Ciao, ciao. 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 Wieso Geier Ripölwert?